Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken jetzt Sons of the Forest. Wir haben fast 3 Jahre auf dieses Game gewartet. Wir sind gerade 45.000 Leute auf Twitch. Es hat über 500.000 Zuschauer jetzt schon alleine auf Twitch. Unglaublich geiles, krankes Survival-Game mit Horror-Aspekt. Die Gegner sind eine sehr krasse KI, die einen auch mal foltern möchte, mal mutig ist, mal ängstlich, mal nur neugierig. Und es ist ein Survival-Game, wie ich es liebe. Es startet jetzt. Wir sind Reapers, Rumatra, Sebo, G-Time und ich, wir fünf. Jetzt geht es los. Ich fasse es nicht. Wenn ihr alle Teile, wir werden das Game durchzocken. Wir machen jetzt auch einen 72-Stunden-Stream. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Bin ich schon in Teil 1 mit dem Helikopter abgestürzt? Oh Gott, was ist mich gar nicht bewegen? War das Flugzeug? Okay. Ah! Weeks missing, 31. Map? Connection. Die müssen wir suchen. Fight Demons. Ich kann nichts lenken, ich kann nichts lenken. Hallo, Freunde. Ja? Ich hänge hier vom Baum. Oder ich hänge hier vom Baum, so, vom Helikopter. Ja, mach was, drück was. E, X, Y. Ah nein, einer von euch krabbelt da schon auf dem Boden rum. Wie so ein Dummer. Oh, einer von euch ist gerade gestorben. Ich glaube, das war Sebo. Lol, die Tür hat dich. Oh, wer liegt da? Aua. Was ein Wichser. Wir spielen aber nicht Timmy, ne? Wir spielen wen anders. Oder spielen wir Timmy? Junge. 9 Jahre wurde auf dieses Game gewartet, ne? Ja. Nein, verarsch mich. 9 doch nicht. Wir haben 3 gewartet. Ja, aber also ich hab das gespielt, dass es rausgekommen ist zum ersten Mal. Da gab's halt noch nichts. Da sind wir alle. Hey, wie geil, wie hier so überfließender Übergang, weißt du? Ja, was, wie geil, ne? Boah, das ist auch. Ich will die Grafik erstmal runterstellen. Also, es ist viel, viel flüssiger als der erste Teil, ne? Echt? Also ja, bei mir nicht. Vom Movement her, beweg dich mal. Also, Gita, weißt du, als wir gerade noch den allerersten, wie du dich bewegst, allein sieht so viel besser aus als im ersten Teil. Ja, oder? Also alleine auch schon so. Die ganze Oberfläche und so ist alles viel schöner. Ich will irgendwas runterstellen, dass ich mehr kriege. Ich will mehr Power. Ich muss jetzt erstmal alles looten. Das darf ich ja. Looten ist ja erlaubt, oder? Ey, liegt hier bei euch noch was in dem Koffer drinne? Wichtige hier in dem Frage. Roten. Welchem? Hier in dem Roten. Liegt da noch was bei euch drinne? Den habe ich aufgemacht. Lag bei dir noch was drin, ist die Frage. Ja, dann hat nämlich Alter, jeder seinen okay. eigenen Loot wieder dort. Oh, das ist geil, weil das war nicht so im... Doch, war im ersten auch schon. Nein. Welche Farbe bin ich? Seht ihr, was ich hier mache? Wo bist du? Du streichelst doch mal mit dem Typen, hä? Der ist fucking dead. Ich hab den hochgeholt. Der blutet aus dem Ohr, das sieht gar nicht so gesund aus. Folge mir, nimm Gegenstand, beiseite 5 Meter, mach Pause, bleib hier, baue, hol Stöcke. Oh, das ist unser Verbündeter, das ist unser NPC. Oh, geil.
Mach Pause, mach ich erstmal. Reiner Stein collected. Ja, perfekt. Die Übersetzung ist schon wieder klasse. Ich war auch schon an deinem okay. Rucksack dran, Sevo. Da kannst du nichts machen. Wenn du denkst, dein Rucksack nicht auch schon leer gemacht, dann bist du leider, hast du leider Pech gehabt. Hä? Ich bin gerade. Kann man auch Steine einstecken? Jo, ihr müsst mal mit I das Notfallpaket noch ausrüsten, ne? Oh, I sieht ja krass aus. Wie kann ich den Stein wieder weglegen? Wo habt ihr Inventory? I, okay. Ich hab ein Messer. Wie kann ich den Stein wieder weglegen? Hab ich Hunger? Nee, mir geht's eigentlich ganz gut. Dickes Notfallpaket. Ein GPS, eine taktische Axt und ein Handbuch. Hä, was wär's gewesen, ihr Assis? Sebo, vorsichtig! Yo! Hä, wo habt ihr denn die taktische Axt her? Aus dem Notfallpaketkeule. Wo ist das denn? Ey, das ist. Ihr macht I, dann geht ihr auf euer Notfallpaket, dann öffnet ihr das und dann habt ihr da euren Stuff. Ach so. Notfallpaket. Jetzt raff ich's. Ist ein Handy dabei? Kann ich. Alter, wie geil. Spielen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Erstmal das Clash Royale runterladen. Drop ich Stuff wieder. Ich muss Bewegungsunschärfer aus. Ich hab irgendwas. Mach die LSS auf Performance. Ich hab irgendwas. Ich hab irgendwas, Leute. Oh nein, bei Max ist es ganz scheiße. Also bei mir ist die Grafik ja perfekt, ne? Bei mir ist es shit und ich hab. Sie ist shit und ich hab keine gute. Ich hab auch Ultra und es läuft flüssiger als Wasser. Okay. Ich hab einfach ganz viel Bewegungsunschärfe. Was, wo ist das? Ist das Blut? Boah, ist das geil! Der Baum fällt, ist das geil! Der fällt, ich mach dann jetzt auch alles erstmal schön hoch. Ja, hoffentlich. Vorsicht! Nee. Warte, Reaper schauen wir mal zu schnell. Boah, Reaper ist das geil. Warte, warte. Blumen aus. Aua! Hast du gesehen? Alter, ich bin fast tot. Ich hab einen Baumstamm an den Kopf geworfen. Nee, witzig. Ich fand, das war witzig, Roman. Ich find's auch cool, dass man jetzt sieht, wo man die genau ablegt. Geil, das mag ich. Wo man genau was ablegt. Wie kann man Sachen. Die Baumstämme, du hast so einen Raster auf dem Boden, wo du die hinlegst. Die finde ich aber einen ganz fürchterlichen Knopf leider, um das Inventory zu öffnen. Warum? Ja, finde ich auch. Kannst du auch umändern. Baum fällt! Riesenbaum sogar. Ey, geil, also das. Ja, das ist echt geil. Könnt ihr sogar Licht anmachen bei eurem Inventory, ich ne? Ich hab LEDs, ich schon. Alter, und verschiedene Farben. Ich hab die LEDs an, ich mach sie auf lila. Nee, dunkelblau sieht krass aus. Hey, du kannst sogar bauen? Guck mal! Cool. Also ich muss eben auf jeden Fall lauter machen. Guck mal, wie du die Holzstämme gebracht hier, ist das gut? Umatra, guck mal. Du kannst die gigapräzise platzieren. Ja, du kannst sie auch komplett halbieren und dann nochmal. Junge, was ist das denn? Wir müssen schnell einen Spot finden und eine Base bauen. Sorry, aber. Boah, ich kann ihn noch kleiner machen. Ja, hier ist doch bestimmt ein guter Spot am Anfang, oder? G-Time, guck mal, ich habe ihn hingestellt. Und jetzt, pass mal auf. Habe ich ihn halbiert. Geil. Werde ich ihn wieder oben draufstellen. Nee, doch nicht. So, ich will jetzt auch mal halbieren. Doch, ich hab ihn wieder zusammengebaut, guck mal. Hä, kann ich ihn runterschubsen? Erst halbier ich ihn, dann platziere ich ihn wieder oben drauf? Das glaube ich ja nicht. Das ist ja krass. Oh, mit M kannst du dein GPS rausholen. Okay, wo wollen wir jetzt hingehen? Da ist ein grüner Punkt, lass erstmal da hingehen, oder? Das ist wahrscheinlich Story, ne? Ja, aber es ist. Wir können am Anfang ein bisschen Story kicken, Alter. Ja, anfangs zu toll, sollten wir machen schon mal. Digga, das sieht übel schön aus hier, Wahnsinn. Guck mal, hier ist auch hier. Also, das ist auf jeden Fall direkt von Anfang an auch belebt da. Im Zaun gebaut. Ja, siehst du hier überall irgendwelche Tiere rumlaufen. Können wir die schon irgendwie töten oder ist das schwer? Wir haben noch kein Essen und sowas, ne? Ja, Wasser können wir hier trinken aus dem Fluss. Man kann nicht mehr laufen, während man Baumenü offen hat. Oder das Wasser ist gut, trinkt. Echt jetzt? Wie öffnet man das Baumenü? Einfach hier ins Wasser. Danke, ja. Ich kann mich nicht bewegen, während ich das offen habe, oder? Bin ich dumm. Clash of Clans Mauer Level 1. Wieder so ein Buch, ja? Oh, da sind Schädel im Wasser. Wir dürfen jetzt hier 100 Meter rum erkunden gehen, ne? Oh, man kann eine ganze Blockhütte und so. Boah, das ist echt geil. Also, das sieht wirklich fucking gut aus. Das Wetter hat sich. Oh, hier ist eine Waffe. Kommt her, Leute. Könnt ihr das auch nehmen?
Wo? Hier ist Elektroschocker. Hä, sollen wir so früh einen Elektroschocker bekommen? Können wir uns gegenseitig Damage machen? Nee, ne? Ich bin fast tot. Was? Nee, du bist full life, Schicker. Okay. Ja, okay. Ey, euer der Elektroschocker wird angeregnet, wenn es regnet. Seht ihr das? Ja, ist krass. Das sieht echt gut aus, Alter, wirklich. Was? Wie viel Cam links, wo habt ihr eure Cam, Freunde? Rechts oben, Mitte einfach. Rechts oben ist, glaube ich, am smartesten. Weil rechts oben passiert bis jetzt gar nichts. Nee, rechts oben hasse ich, dann mache ich Mitte hier. Ist voll Spinnennetz und so. Wow. Schildkrötis. Ich hab eine getötet mit meinem Elektroschocker. Ich hab viel schneller eine getötet. Top. Ich trinke jetzt von ihr Blut. Oh nein, das ist nicht das Blut, das ist das Dreckswasser. Da wird dir direkt schlecht sein. Hä, seid ihr an der Kiste vorbeigelaufen hier? Nee, ich hab sie aufgemacht und gelootet. Ups. Sorry. Ich hab irgendwelche Pillen reingeschmissen. Jo, warum bist du Drogen direkt, hä? Wir sind nicht mal angekommen, rote Beeren. Alter. Traut sich jemand, die roten Beeren zu essen? Sie, wo ist sie? Oh fuck, mir geht's nicht gut. Damage gekriegt. Scheiße. Ey, hier ist ein Weg. Sollen wir nicht dem Weg folgen? Oh, fliegen Pilze. Also, und Zemo hat auch noch die roten Pilze gegessen. Oh, die hab ich auch gegessen. Aua. Ich nehme die nur mit. Nein, nicht essen! Ich hab sie gegessen, oder? Ja, mitnehmen kannst du die nicht. Ah, shit, das wusste ich nicht. Ja, die Map ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Dann esse ich die Pilze hier. So, ich habe ein kleines Bambi gelegt, hab's jetzt gehäutet und hab Fleisch geholt. Ja, was denn? Fürs Team. Ich bin hinterher gerannt, hab den zusammengeschlagen und jetzt haben wir Essen. Wollen wir erstmal ein Lager bauen, dass wir überleben oder was machen wir? Oder den Weg lang gehen? War der Plan nicht, dass wir hier zu diesem Punkt gehen wollen? Achso, ja, okay. Erstmal zum Punkt. Wir können auch vielleicht gleich gucken, ob wir uns so ein Lagerfeuer machen, um noch das Fleisch zu braten. Ja. Regnet ja auch. Digga, das sieht übel schön aus. Ich brauch auch gleich in Real Life hier lang zu laufen, irgendwie im Regen. Ja, ne? Blaue Bären! Wo? Die esse ich alle auf. Warum nicht? Doch, Heidelbeeren sind doch, weiß doch jeder, dass es gesund ist. Hier sind auch Beeren, was ist das? Blaue ich Bären sind gesund. Mein Haus. Okay, die sind böse. So einem Bärenstrauß, glaube ich. Dann habe ich immer. Die sind böse. Nein, das hast du nicht gegessen, oder? Ich hoffe nicht. Ich hab's gegessen. Aloe Vera. Das isst man nicht. Das tut deine Rucksack. Aloe Vera. Feuer. Samen. Ich will Aloe Vera Hautcreme machen. Und dann will ich die mir. Komm mal jetzt zusammen, Jungs, erstmal. Komm jetzt nicht so viel da trudeln. Wir gehen jetzt mal hier durch. Oh, wir müssen doch eine Aloe Vera mitnehmen. Seid ihr dumm? Ja, Aloe Vera müssen wir schon mitnehmen, glaube ich. Ja, Aloe Vera nehmen wir. Aloe Vera, das weiß jeder. Das hat heilende Kräfte. Ja, wirklich. Ich hab hier ist, glaube ich, unser Ding, oder? Ey, mein Inventar ist richtig dunkel. Kann man da irgendwie. Ja. Licht kannst du da anmachen. Du kannst unten das Licht anmachen und LED starten. Hase, wo kann ich. Ach, da. Das sind voll die dicken Spinnen auch. Alter. Rumata, komm, mach jetzt nicht den Vibe kaputt. Ey, wie geil ist denn das Inventar gemacht? Du machst welches Inventar meinst du? Ja, I. Oh, I finde ich so fürchterlich. Warum ist das nicht auch das gleiche? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, finde ich auch nicht so gut. Ist doch einfach, also, oder? Ja, okay, mach ich jetzt. Ist ja furchtbar. Und die Steine mitnehmen? Gleich ist, hab aber auf irgendwas Wichtigem, weißt du, davor habe ich Angst. Hat jemand schon irgendwie eine Schnellwechseltaste für die Sachen rausgefunden? Für was Schnellwechseln? Ja, zum Beispiel zwischen Axt und Elektroschocker. Nee. Noch nicht. So, du kannst. Ah, wir haben den NPC vergessen, Freunde. Oh. Er läuft uns die ganze Zeit hinterher, by the way. Okay. Ja, wo ist denn Max? Max, du bist ganz falsch. Die haben ich komm die Klippe hier nicht hoch. Voll die Spezialeinheit, Alter. Ja, wir sind schon krass. Sind wir auch. Oh, hier haben wir was Krasses gefunden. Die Kiste. Also da will ich auch rangreifen, bitte einmal. Einmal mich bitte zur Kiste lassen, danke. Ey, die taktische Axt ist viel besser als der Elektroschocker. Ja. Also vom Virus, Schaden sind die gleich. Könnt ihr das auswählen? Super. I und dann draufdrücken einfach linke Maustaste. Aber das ist ja schon stressiger. Ja, deswegen, also es ist. Du hast recht, es ist stressig, witzig. Aber was, normalerweise starte ich so ein Game, hol mir sofort Steine und Stöcke und probiere meine Axt zu machen. Aber wir haben einfach schon eine. Eine richtig gute auch noch. Ja. Okay, was ist jetzt noch gerade der Plan? Wir gehen jetzt erstmal weiter zum Punkt. Der ist hier vorne, unter uns, wenn ihr mich seht. Oh.
Das sieht übel gut aus, der Wald, muss ich sagen. Ist krass. Ja, ja, der sieht ja, gut. Das ist halt The Forest, aus. Ne? Da muss der Wald auch gut aussehen. Oh mein Gott, es gibt wirklich sehr viel zu erkunden wahrscheinlich. Wir Freunde, der Punkt ist hier, aber... Oh, ich hab grad wirklich ganz... Ich hab richtig viel Spaß gefunden. Gerade. Ich hab mehr Spaß. Ich hab jetzt schon Spaß. Hab's gefunden. Spaß Peak. Oh, hier, ja. Ich geh mal nicht rein, aber, ne, damit wir wissen, das ist die erste Höhle, die scheint. Ja doch, wir können ja eine Höhle mal durchchecken kurz. Ja, was? Lass uns in eine Höhle reingehen. Höhle, ja, okay. Checken. Ich geh rein. Aber ich geh nicht vor. Ich geh vor, ich opfer mich. Boah, das ist so ein richtig schmaler Scheißspalt, ey. Oh, ich sehe eure Köpfe. Oh hab ja, ich sehe nichts. Haben wir irgendwie eine Lampe? Oh, das ist eine gute Frage. Nee. Haben wir? Wir haben ein Feuerzeug. Ja, Feuerzeug nehme ich. Ich hab's schon an. Hä, bei mir ist das blau einfach. Ja, ja. Bei mir auch. Was ist das für ein Feuerzeug? Warum ist das Feuerzeug blau? Das ist ein Elektrofeuerzeug. Damit wollten wir die Stromschläge im 24-Stunden-Stream, im Minecraft-Stream machen. Haben dann gesehen, das verbrennt einfach nur und haben sein lassen. Ja. Das hat so wie so Schwarzlicht, ne? Hä, was? Ach, das ist echt so ein... Das ist so ein Elektro-Ding. Okay, so eins hat Max doch bei sich zu Hause tatsächlich. Ja, das habe ich. Genau, das habe ich genau zu Hause. Das so lädt gerade. Das lädt gerade. Für was lädt das denn bitte? Oh, es leckt hier mit Chest. Boah, der weiß alles. Ey, ab und zu leckt sie unten ein bisschen, ne? Ja, ja. Nein. Ja, ich glaube, weil der nachlädt oder so, aber ich habe was gefunden. Parallelwelten. Im LeBlanc? Gib das mal alle auf, ne? Am besten, was in der Mitte ist. Ich habe schon aufgehoben. Beim PC. Hier kann man speichern. Ich habe geisteskrank viele Pfeile aufgesammelt. Alle hier speichern. Speichern. Der soll mal das Ding wegmachen hier. Der soll mal das Buch aus der Hand legen. Pfeile, by the way. Er legt das Buch nicht aus der Hand. Ja, keine Ahnung, Ruth, schaffst du schon. Hier sind Pfeile. Habt ihr die alle mitgenommen, ja? Ja, und du kannst einen Blueprint... Ah, kann jeder Spieler Sachen mitnehmen? Hier, das ist ein 3D-Drucker. Da kriegst du, glaube ich, einen Blueprint oder so. Nee, du kannst hier Pfeile drucken, tatsächlich. Guck mal, wenn du E drückst, druckt er dir Pfeile. Boom. Wie geil ist das denn, Alter? Hä, hey, was ist das für ein Overporter 3D-Drucker? Geil. Ja, auch. Pfeile. Der bewegt sich aber nicht ganz so flüssig bei mir hoch. Ey, ich habe mit meinem 3D-Drucker eine Waffe gebaut, die Impfungen verschießt. Das ist gut. Alter. Jetzt klauen wir das einfach alles schnell. Wie fett. 50 Milliliter, aber wovon? Was hat uns das gekostet? 50 Milliliter, das steht doch da unten, guck. Ja, aber von was? Das hat einen Füllstand. Was? So ein 3D-Druck hat einen Füllstand. So, Hab ich aufgehoben gerade. Okay. Weißt du, vielleicht müssen wir das sammeln und dann können wir es... Cheetah ist gegen den Saugroboter gekommen. Du hast mich gegen den geschoben. Ich hab drauf getreten, jetzt ist er kaputt. Er geht wieder. Warte mal, ich will mal was testen. Soll ich noch ein paar Dinger drucken, so, oder? Guck mal, ich hab wieder mal gefüllt. Kommt mit! Nee, hä, warum? Warte mal. Kann ich an den Rucksack von einem von euch rangehen? Ja, klar. Ja. Wie geil ist das denn? Ich war an Sebo seinem Rucksack. Oh nö. Habt ihr schon alle mal gespeichert? Ja. Ja. Okay, lass weitergehen, kommt. Weiter. Ja, wir müssen einführen Rucksackverbot für die Leute. Ja. Glaub, auch nicht aus Prank dann doch machen, Rumatra. Ist der Erste, der es dann doch macht. So, oh, witzig. Sie sind schon alle weiter. Hä, haben wir doch jetzt, oder? Dreimal gesagt, was ist das überhaupt? Was ist das da an der Decke? Hier ist Sif an der Decke. So, ich wette, ihr habt alle keine Zielscheibe mitgenommen. Ich. Weiß ich von Atomikart. Oh. Hä, hey, what the fuck? Das sieht cool hier aus. Boah, das ist echt cool. Lass doch einfach hier wohnen. Armbanduhr collected. Die Geräusche sind witzig, wenn das da drüber steppt. Ich hab Geld. Wenn ich die Sachen einsammle, könnt ihr sie trotzdem noch einsammeln? Ja, jeder hat seinen eigenen Loot hier. Okay, wie es scheint, haben wir keine Keycard dafür. Nee? Ich hab auch Geld. Ich hab eine Uhr. Wir brauchen eine blaue Keycard, um hier reinzukommen. Ja, guck mal, das war's doch dann schon an der Stelle. Dann können wir jetzt den Spot suchen und Base bauen für die nächsten 20 Stunden. Hier sollten wir herkommen, hat das Ding uns gesagt. Ja. Ja. Und wir kommen nicht weiter, ja, dann hauen wir ab. Nee, hier ist nix. Okay, blaue Keycard brauchen wir. Dann lass wieder raus. So, das war's. Story ist durch. Blaue Keycard finden, da reingehen. Danke fürs Zuschauen bei Forest. Dafür haben wir zwei Stunden. Ihr seid doof. Ist die da eine blaue Keycard? Nee, aber wir können uns hier noch mehr mit dem Drucker machen. Was ist? Wer hat da geschrien? Das war über uns tatsächlich. Boah. What the fuck? Das ist meine Maske. Alter. Hey, yo! Was ist da? Warum schreit hier irgendwas?
Was passiert hier? Rote Maske collected. Ich zieh die an. Ich mach mir auch eine. Wo, wer, war, habt ihr geschrien? Nein, ja, nein, da oben, der schreit. Chill doch mal. Warum ist das so laut? Hallo? Ich hab mich auch ein bisschen erschreckt und ich fand's ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Voll stressig. Das ist meine. Alter. Wenn du die nimmst, ist echt assi, also wirklich. Ich nehm die. Okay, wie baue ich mir die jetzt auch? Einfach E drücken auf dem Laptop. Ich hab schon die gebaut für dich noch einmal. Okay. Ich würde wieder rausgehen, Leute. Ich hab die echt genommen, ich hab die nicht im Inventar, oder? Ich hab die nicht, du hast die. Sicher? Ja, du hast die so eingesaugt, natürlich hast du die. Boah, ich hab die sowas von schon in meiner Tasche. Ah ja, doch, ich hab sie. Oh mein Gott, man kann ja übel weit nach links gehen, ich hab im Inventar. Puls. Was ist das denn? Ja, das nimmt du sie auch. Bringt die Maske Schutz? Nimm sie doch, sie ist fertig. Ich denke mal, wir können uns. Hey, wer hat sie jetzt genommen? Max hat sie genommen. Max hat Nimm sie, hat er gesagt! Ja, ich zu Reapers, hä? Naja, gut, Max, ich mach mir auch eine, ist okay. Ja, aber es war jetzt doof. Finde ich auch. Hä? Wie sehe ich aus? Beschissen. Du bin ich halte die! Fertig! Fertig, nimm sie, die Reapers. Rote Maske collected. Brauch, Hinterhaken. Ja. Mach mal Trinkflasche. Oh, Trinkflasche ist super smart. Ja. Die andere spielen noch mit ihrer Maske. Cool, ne? Also wenn du einen 3D-Drucker... Gar nichts, wenn hält die ja, wie stressig. Wenn du einen 3D-Drucker und extrem viel Strom hast, dann ist Surviven echt gar nicht so schwer, ne? Nee. Okay, ich geh wieder raus, Freunde. Okay, Max. Ich hab kommt einer mit für einen Notfall? Nimm dir auch eine. Okay. Ne, wir machen uns hier noch Trinkflaschen und Schlitten und alles. Du kannst aber gerne schon rausgehen. Ich geh schon mal raus auch, ja. Okay, tschüss. Ja. Trinkflaschen könnt ihr euch Trinkflasche machen? Trinkflasche? Ist doch voll OP, wohin geht das alles? Ich weiß auch nicht, wieso ihr jetzt keine Trinkflasche mitnehmt, aber okay. Ich find's voll geil, ihr druckt euch alle eine Maske, jetzt machen sich alle eine Trinkflasche und gleich ist da nichts mehr drinne. Doch, ich hab noch, ja, Resin, ne? Ich hab noch Resin im Inventar, ich hab noch genug. Ich hab das vorher aufgesaugt aus den Kisten, die ihr nicht aufgemacht habt. Ja, richtig. Wie kann ich das Feuerzeug wieder wegtun? Ey. Ja, wenn's so schnell echt gehen würde, ne? Ey? Ja, Tatsache. Ey. Danke, Mann. Aber ja, bitte, man muss irgendwie quickbinden, irgendwie. Wie ging's gerade bei mir? Hat jeder jetzt eine Trinkflasche? Ich hab noch keine, ich nehme mir die jetzt. Ich brauch noch eine, ja. Ich drück noch eine. Noch eine. Ich bin der 3D-Drucker jetzt von uns. Ich hab eine gemacht. Ich will der 3D-Drucker bleiben. Kann man einer mit rauskommen, mit Angst, dass ich angegriffen werde? Sehen wir nicht irgendwie, wie viel wir davon haben von diesem Material? Was wir gerade benutzen für den... Ja doch, hier steht der Füllstand, 200 Milliliter sind auch drin. Und dann rechts steht, wie viel du druckst. Und dann kannst du in dein Inventar schauen. Und ich habe zum Beispiel jetzt noch in meinem Inventar... Ich habe in meinem Inventar noch circa... 1 Liter, würde ich sagen. Ja, man kann sogar die Sicht so schwenken. Krass. 1 Liter ist sick. Wie meinst du schwenken? Ja, 1 Liter ist einmal voll machen, so viel ist das dann gar nicht. Du kannst mit der Maus so nach rechts rüber gehen, dann im Inventar, dann schwenkt der auch so, das ist ja noch mehr, das ist ja riesig. Wir werden noch viel mehr Stuff kriegen, deswegen wird das da so rüber swipen, wie auch im ersten Teil. Ich hab den Hasen gesehen. Ja, okay, ich hab hier noch einmal Wasser, oder wer auch immer. Wie Wasser? Kann man da nicht eine Trinkflasche? Es muss doch irgendwie, ich hab eine Trinkflasche, aber es muss doch irgendwie eine Schnelltaste zum Wechseln auf die Gegenstände geben. Lachsbeeren, darf man die essen? Oh, ich glaube, ich habe einen gigantischen Fehler gemacht. Glaube ich auch. Was denn? Eichhörnchen. Egal, den teilen wir unter uns auf. Oh ja. Hab ich's gewischt? Och, scheiße. Es ist leer. Ich wollte was drucken. Und wir können es nicht drucken, weil wir kennen, wir haben nichts mehr. Oh, Fleisch. Wir müssen jetzt Druckerharz farmen, um hier zu drucken. Das glaube ich nicht. Ja, aber vielleicht haben wir doch noch was, hä? Ja, dann geh doch mal hin und schaut. Einmal hingehen und E drücken hier. Auf den, ich hab ein Eichhörnchen getötet, geil. Minus 1 Liter, Alter. Hab ich zu spät gesehen, dass der scheiß 1 Liter Druckerharz braucht. Ja gut. Aber wir hatten eh nicht mehr viel. Raus. Ich geh nochmal rein, ich guck nochmal, ob ich vielleicht noch was hab. Du kannst E drücken. Drück also ich hab in einer der Dings, hatte ich hier so Drucker-Dings gefunden. Ja, aber wo ist das? Wie sieht das aus, das Druckerzeug? Keine Ahnung, wo das ist, welches das ist. Ja, I drücken und dann ganz links oben. Ganz links oben. Nee, da habe ich Betäubungsgewehrmunition ganz links oben. Noch oder noch weiter links oben. Noch ganz links oben. Ah, okay, Druckerharz. Ja, davon habe ich 50, 50, 50. Dann kannst du die, aber das bringt auch nichts, wir brauchen mehr. Also müssen hier noch. Das sieht so geil aus. Ja, also wenn du es hier reinkriegst, dann wäre wahrscheinlich geil.
Ja, ich guck mal. Kann man das mit Baumharz auffüllen? Wahrscheinlich nicht. Das was kann ich schon craften? Frage. Da, direkt an den Drucker und dann reinfüllen. Okay, irgendwie finde ich Crafting auch irgendwie, weiß ich nicht. Wo alles. Ist Crafting? Wo, weißt du, wo kann ich zum Beispiel ein Lagerfeuer machen? B. Gut. Das Ding ist, ich habe uns einen Schlitten gecraftet. Fällt ach, schon alles weg? Digga, kein Wunder, dass der so viel frisst. Oh. Er hat einen Schlitten gecraftet, jetzt ist all unser Zeug weg. Stock? Stock kaputt machen? Ja, wir werden noch mehr finden, Bro. Ich glaube nicht, dass jetzt das jetzt war. Mit dem Druckerharz. Stock und Feuer? Ja, das verstehe ich nicht. Okay. Also, was steht jetzt auf dem Plan? Basisbau oder was? Richtig. Die Basics, hätte ich gesagt. Also, ich glaube, wir müssen da drin noch was machen. Das leuchtet da ja immer noch grün. Ich glaube, wir haben verschissen. Nee, ich glaube, wir müssen einfach jetzt die Keycard finden. So, und das müssen wir halt finden. Das wäre doch scheiße, wenn wir jetzt einfach... Gibt's nicht mehrere Sachen auf dem... Das wäre ja ultra wack, wenn wir jetzt immer eine Anzeige hätten, wo wir hin müssen. Und wir gar nicht selber erkunden müssen, oder? Das wäre doch überscheiße. Richtig. So viele Stöcker unten. Oh mein Gott, die Leute können das Game schon wieder nicht kaufen. Boah, dann müssen sie wohl bei uns gucken. Kacke. Oh nein. Was ist Modus? Ja, ey, jetzt komm. Was denn? Push doch nicht so. Wo Basebau? Weiß ich nicht. Wir kennen ja die Karte noch nicht. Wir müssen am besten uns hier, glaube ich, einen Platz suchen mal. Also ich mache das so Tutorial. Ey, ich habe hier eine Granate gefunden. Schon gemacht. Wie geht das? Handgefertigter Speer, das ist bei mir Tutorial. Ja, oh, was steht nun links bei euch? Gar nichts mehr. Ach, habt ihr schon Speer gebaut, oder was? Nein. Nö. Ich habe einen handgefertigten Speer. Ich könnte euch abstechen jetzt. Auf Distance könnte ich euch auch abwerfen. Lass uns doch mal hier, guck mal, da unten ist doch so ein Strand. Lass uns doch mal da hingehen. Ja. Wie machst du einen Speer? Naja. Da steht, was du brauchst. Wie im ersten Teil. Handgranate? Ja, aber wie tust du es reinziehen in das Ding? Ich check's auch noch nicht ganz. Mit welcher Taste tust du es an? Mit rechts liegt doch. Doch. Ja, ich hab's. Oh. Guck mal, was ich gemacht hab. Ich kann die Seiten nicht skippen. Ich sehe hier keinen Speer. Fleisch. Oh, Tatsache. Ich craft ihn jetzt. Ey, der Typ, der uns folgt, der ist stumm, ne? Also, den kannst du nur Sachen draufschreiben. Ja. Ich hab ihm gesagt, kann oh, Unterschlupf, jetzt baut er hier einen Unterschlupf. Ganz random. Ich kann so, wie es aussieht, übrigens nicht mehr die Schwierigkeit umstellen, ne? Dann sind wir jetzt in schwer gefangen. Ey, nee, ich hab auf normal gemacht. Was? Ich dachte, wir sind in schwer... Ernsthaft jetzt, G-Time? Ja, wir hatten ja am Anfang gesagt normal. Und dann sind wir rein und dann habt ihr gesagt, machen wir schwer. Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach gelogen. Ja, stimmt, es war so am Anfang. Nein. Bevor G-Time auf Spielstart gedrückt hat, hatten wir uns dazu entschieden, wir spielen auf schwer. Ja, und dann habe ich gesagt, da müssen wir aber die Lobby nochmal neu aufmachen. Ja, dann habe ich gedacht, ihr habt die Lobby. So, und dann sind wir reingegangen, und dann hatte ich gesagt, man konnte aber auch im ersten Teil das im Spiel umstellen. So, und das geht hier nicht. Du kannst hier nicht im Spiel umstellen. Dann starten wir neu, wir sind 10 Minuten im Game, niemand hat irgendwas gebaut. Wir haben noch gar nichts gemacht. Das wird dunkel. Dann starten wir jetzt neu. Besser, dann können wir jetzt auch rushen und haben den Tag noch. Genau. Warte mal ganz kurz, geh mal noch einmal auf Spieler. Nee, da kann ich auch nichts umstellen. Also du kannst nicht im Spiel umändern. Geh ich hier raus, dann haben wir auch den Tag. Wenn wir jetzt neu starten, dann haben wir auch den Tag und müssen die Nacht machen. Nichts, also wir haben ja gar nichts gemacht. Wir haben null. Ich hab echt viel gesammelt. Kannst du alles nochmal sammeln. Jeder ungesicherte Fortschritt geht verloren, aber eins muss uns auch klar sein, wenn das dann wirklich bruchschwer ist, müssen wir das so durchspielen. Muss schwer sein. Und wenn, okay, dann finden wir. Wir sind, Digga, wenn wir so schlecht sind, dass wir es nicht auf schwer schaffen, dann sollten wir uns schämen, sag ich. Wir sind ein Team. Ich bin schon raus. Ich hab da kein Problem mit. Ich gehe mit dir auch hier 3 Wochen noch ins Game rein, bis wir das durchhaben. Das schaffen wir auch. Also, ja, schaffen wir auch. Also soll ich jetzt beenden? Ja, mach eine harte Lobby. Töte Sebo schnell. Er kriegt ja keinen Schaden. Schnell. Seid ihr noch drinne? Nee, ich hab's verlassen. Post ist doch responding. Weißt du was hier? Wow, einmal spielen. So, ich mach schwer. Ja, bitte. Ja, bitte. Ist ehrlich, offen. Ey. Einladen. Und jetzt rennen wir einfach da. Lad mich ein. Ja, bitte. Und dann machen wir uns alle eine Trinkflasche und sind so effizient in 5 Minuten, wie wir können. Kann mir einer eine Trinkflasche mitmachen? So, alle haben eine Einladung.
Wir sind alle drin. Early Access, finde ich gut. Alle sind drin, Start, yep. Ne? Aber ist ja. Auch schwer jetzt, ja? Hast du gemacht, weil es selber jetzt habe ich auf schwer gestellt. Jetzt ist auf jeden Fall auf schwer. Okay. Okay. Wenn jetzt das Intro skippbar ist, skippen wir, ne? Kann man zwei Trinkflaschen haben? Das ist eine gute nicht. Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Alles so, du hast alles so sortet in deinem Inventory. Ja. Das wäre weird, wenn dann da mehr Trinkflaschen sind. Es gibt nur eine Sache, die mich interessiert. Ja. Es muss eine Schnelltaste geben, wie man die Sachen wechselt. Das stimmt. Muss es. Kann man nicht und skippen? Diesmal baue ich keinen Schlitten. Und zieh uns 1 Liter Resin. Alleine deswegen ist, glaube ich, der Neustart schon gut. Na, der war auch schon selbst fertig und wir hatten ja alle eine Trinkflasche. Und sonst gab's für den beide. Schlitten, Alter. Hä? Für den mit S könnt ihr skippen. S gedrückt halten. Danke. Es gibt nochmal S. Nochmal S. S. Nochmal S. 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 Nee, stopp. S wie Early Access. So. Okay, das ging jetzt echt schnell. Wir sind wieder drin. Let's go. Ja, wir sind echt. Wir haben es echt gerockt. So, jetzt werden wir hier Speedrun-mäßig durchlaufen. Freust du dich, Sebo? Ich hab voll Bock. Ich kümmere mich wieder um. Kümmerst du dich um unseren Freund oder was? Ja. Der Typ ist einfach so sehr auf den Kopf gefallen, dass er jetzt unser Sklave ist oder was? Ja, das ist krass. Speedrun, let's go. Wie kann man so auf den Kopf gefallen sein? Da kommt Blut aus seinen Ohren. Und die Augen sind glasig. Dass der dir auf einmal gehorcht, so einfach so. Ja, ne? Kelvin heißt der. Typischer Kelvin. Mit der Axt kannst du Bäume fällen oder Feinde zerstückeln. Oh, hoffentlich. Köpfe ab, Arme ab, Beine ab. Ich check mal kurz die Steuerung. Das muss ja gehen, dass wir irgendwie hier... GPS schnell alles hier looten. Ja, alles looten, was geht. So, hier unten hatten wir den Elektroschocker bekommen, ne? Das stimmt, fuck, wo war das? Ja, den sollten wir holen, der ist direkt am Wasser. Und, kann man skippen? Ja. S. Ja, mit S. Wir sind schon alle. Wir sind alle schon im Spiel, ganz lange schon. Wir sind alle schon am Sammeln. Boah, wir sind so hardcore am Sammeln. Gut, weil ich esse jetzt, ich muss jetzt nebenbei essen, leider. Ja, wo war der denn hier? Das würde weiter abwärts, oder? Ja, es nervt. Aber was willst du machen? Ja, hörte das Reh? Hier ist er wieder. Ich ziehe eine ganze Filet-Bucket rein. Alles Hier. Ich stopp die so in mich rein, ihr glaubt gar nicht. Not bad. Wo war der Elektroschocker? Hier unten ist der Schocker. Ja, wie sauer, Max, chill. Weil ich immer wieder gesagt habe, er ist hier unten. Ja, ich weiß. Du musst trotzdem aber man hört dich nicht, wenn die alle reden. Ja, okay. Ist echt so. Ey, diese kleine geile Axt ist so geil und klein irgendwie. Ich finde sie richtig nice. So. Okay. Got it. Ja. Oh, hier ist noch eine Box. Bei mir. Töte sie, Max, töte sie. Scheiß Babyreh, bitte. Bitte. Ich brauch das Fleisch. Leute, ich hab keine Ausdauer mehr! Nein! Es blutet zu sehr! Hier sind 2 Boxen bei mir. Siehst du? Ja, es ist verblutet! Wie geil! Beide Boxen verblutet einfach. Es ist verblutet! Ich nice! Sie? Ich häute mit. Ja, lass uns zusammen häuten. Ich hab ein bisschen Fell. Oh, ich hab die Haut. Was hast du? Ja, auch. Und Essen. Oh, wir haben's jetzt. Oh, ich hab's roh gegessen. Das ist schlimm. Hä, schon wieder? Was ist das? Ich will das mitnehmen. Dann konnten wir es denn nicht... nur einmal antippen, Bro. Ach so, ich hab das jetzt voll aufgegessen. Rohes Reh. Das hat gar nichts gebracht. Wir brauchen ein neues. Same. Einfach weggenascht. Erstmal mal Mund ausspülen. Erstmal was. Das Game sieht fantastisch aus. Ja, es sieht geistig aus. Okay, jetzt dahin, wo wir eben waren. Dann brauchst du noch was mitnehmen? Ja, wir laufen gerade komplett in die andere Richtung. Oh nein, wieso ist der die scheiß rote Beere denn? Ach, der ist so dumm, ne? Ich wollte nur antippen. Ich nehme ja auch kleine Pilze mit. Ja, das Ding töte ist, Tiere, ne? Ey, und so geil wie jedes Survival-Game einen zwingt, Tiere zu töten als erstes immer. Ja, ich hab ein Eichhörnchen. Ja, guck. Ich schnapp mir jetzt auch ein Eichhörnchen, pass mal auf. Oh, das ist ja brutal. Das Geräusch, Alter. Aber das Game ist viel flüssiger, also dieses Schlag mit der Axt fühlt sich so viel geiler an. Ja, das stimmt. Ja, ist ja 8 Jahre neuer, Digga, also wirklich. Nee, mehr, oder? Nee, 8.
Du, 2015. Das ist schon natürlich, muss dann ein bisschen besser sein, erwarte ich auch, aber das sieht schon echt geisteskrank besser aus. Alter, Joe, du hast einen. Wer ist G? G-Time, oder was? G-Time ist G, ja. G-Time ist G. Okay, G-Time geht den richtigen Weg wieder, ne? Ich lauf jetzt mal hinterher. Ich auch. Ich bin schon hier, wo es reingeht. Ich bin auch drin. Okay, ich glaube erstmal wichtig für jeden einfach. Mach mal. Ich esse nämlich jetzt nebenbei, sonst komme ich nicht voran. Okay. Ja, du wirst aber die selber mal machen müssen, ne? Du wirst es dir selber besorgen müssen, leider, weil ich glaube nicht, dass man zwei davon tragen kann. Oh. Ja, ich speichere erstmal wieder. Hä, habe ich das Buch jetzt nicht genommen? Ja, jetzt ist es auf hart eingestellt. Hard. Hätten wir vielleicht direkt zuerst gucken müssen, ob man das umstellen kann. Ja. Ach, egal, haben noch nichts verpasst. So, Flasche ist drin. Ich mach die nächste direkt wieder an. Ja, mach direkt Flaschen. Ich mach Flaschen. Habe ich das Buch jetzt nicht in meinem Inventar? Say what? Was ist das? Ein Blatt. Kennt ihr das nicht, wenn ihr einfach nur zocken wollt, aber der Körper sagt, er hat Hunger und du musst einfach was tun oder bist müde einfach schlafen gehen? Hey, mein Essen ist genau da gekommen, als ich den Download gestartet habe. Ja, aber und als du dann, ja, ich weiß, genau. Und als du dann auch den Download fertig hattest, war ich fertig mit Essen und Trinken und war so perfekt genährt und konnte einfach nur zocken. Und jetzt geht's mir so langsam richtig gut, weil ich habe Reis gegessen und der verdaut so langsam. Ach, Romatra, bitte sei einfach ruhig. Max, nimm ruhig die Flasche. Echt? Wenn du immer von Essen redest, dann dreh ich durch. Danke, Mann. Ja, bitte. Geil. Enterhaken, Tech-Mac. Es gab ein Hotkey für das Buch. Wer hat noch keine Flasche? Ich. Ich habe auch noch keine. Was brauchen wir noch? Die Flasche ist da. Ich glaube, Maske und Flasche ist so das Wichtigste. Wenn die Alte gleich wieder rumschreit, dann geht mir aber der Stift. Sag ich, wie es ist. Ja. Hey, nicht in der Tür stehen, das ist doch Shit. Sorry. Nicht mehr raus. Nein, nicht das Buch. Wer von euch hat LeBlancs Buch? Wer von euch hat LeBlancs Buch aufgesammelt? Lag das hier auf dem Laptop? Ja. Ja. Du hast das, kann das nur einer haben? Kann jeder aufheben. Nein. Sicher? Und mit ja, ich hab's auch nochmal aufgehoben. Ich hab's nicht, oder er hat's nicht angeschaut. Das heißt, jede Gegenstand, die wir auf dem Boden finden, kann jeder einmal einsammeln, ja? Ja. Ja. Ich glaub, Reapers nur noch, ne? Kriegen Flasche. Ja, aber Maske, lass eine Maske noch jedem machen, oder? Ja, hat Reapers keine Trinkflasche. Hä? Wir haben doch letztes Mal 5 Masken, 5 Trinkflaschen, 10 Pfeile und einen halben Schlitten gedruckt. Also, ich weiß nicht. Wir haben echt einen halben Schlitten gedruckt. Witzig. Für wen ist die Maske jetzt? Müsst ihr nur Bescheid sagen, ne? Ich hab noch keine. Aber ach, dann nimm du kurz. Braucht man eine? Fertig. Oder hast du noch keinen? Ich hab noch nicht. Trinkflasche habe ich. Dann machen wir dir auch kurz eine Trinkflasche und dann bist du fertig, ne? Ja. Mach mal mit der Axt in der Hand Doppelklick rechts. Dann macht der auch irgendwas Komisches. Das ist eine Parierung, sag ich. Damit pariert man. Das ist die Mini-Parierung. Okay. Vielleicht. Spiel gespeichert. Sieht so aus. Da kommt die Flasche. Braucht man wirklich eine Maske? Reapers, einmal Maske nehmen, ganz kurz. Ja, auf Flasche. Eine Maske habe ich schon, Wasser brauche ich. Ja, Flasche, genau, da ist sie doch. Mhm. Braucht man eine Maske? Ja, wieso nicht, mach doch einfach. Ich kann mir vorstellen, dass die dich dann in Ruhe lassen, weißt du? Ja. Das piepst, die Maschine piepst, so Leute. Ja, war auch im Trailer. Wie stressig, dass es piepst. Wo wart ihr alle schon, an der Kiste hinten dran? An der Kiste hinten dran, ja. Da liegen ja sau viele Teile. Okay, ich brauche eine Maske. Kann ich sie nehmen? Nee, schon wieder weg. Aua. Hey, Alter, wo wolltest du denn mit mir hin? Okay, Maske und Trinkflasche, das reicht dann erstmal, ne? Ich habe immer noch keine Maske, ich weiß nicht, wie es geht. Ja, der ist ja, komm, der ist am Laptop stehen und E drücken. Ja, ja, komm, also echt? Der ist es nicht. Und da musst du noch am Laptop, wusste ich nicht am Laptop. Da musst du noch okay, mal das ist jetzt meine. Die ist jetzt mir. Habt ihr auch am Ende des Ganges alles aufgesammelt, ja? Yep. Cash, Uhren, Rolex. Alter, hier ist ein Golfkart. Habt ihr das vorher? Und das sieht so wunderschön aus, ne? Jetzt kommt meine. Das nervt so sehr.
Das hört sich gar nicht gut an hinter der Tür, was da abgeht, ne? Also hinter welcher Tür? Die verschlossen ist. Wieso, was kommt denn da für Geräusche? Ich höre da jemanden schmatzen, Alter, und das bin nicht ich. Achso, ich vielleicht. Du isst nix, du lügst. Jo, kommt stimmt. Da Musik? Nee, das ist so ein ekliges. Diesmal hat keiner geschrien, ne? Ja, wir sind aber auch viel schneller als letztes Mal. Stimmt. Ey, hat schon irgendwer Hotkeys rausgefunden? Ich raste aus, wenn ich immer I drücken muss und meine Axt in die Hand nehmen muss. Also das macht mich... Nimmt das Letzte, was du hast, glaube ich, in die Hand. Ja, aber das ist doch kacke. Also ich will doch wenigstens... Ihr jetzt hingerannt? Warum seid ihr da lang? Oder seid ihr noch drin? Nö, ich bin vor der Tür ein bisschen einfach. Ich chill vor der Tür und sammle ein paar Blätter. Ich sammle Aloe Vera ein, reib mir dir vier Augen. Hey, wieso hat meiner gerade den Rucksack so in die Hand genommen? Das, weil du an meinem Rucksack dran warst vielleicht? Oder an dem von dem anders? Mhm. Hä? Boah, so eine eklige Scheißspinne, ne? Ah, aufessen. Okay, es wird bald Nacht. Dann lass so schnell, wie es geht, weiter. Ja, ich muss auch noch drucken, ne? Achso, was fehlt dir denn noch? Ja, alles. Ich brauche öfter so einen Lagebericht. Was ist das denn? Das sind Enterhaken. Ich hab gedrückt halten. Oder wie, warum druckt ihr denn Enterhaken? Hallo. Weil wir die bestimmt brauchen. Alarm. Oh. Sebo druckt sich Enterhaken. Hey, und jetzt ist da nicht mehr genug drinne für mich. Ich bin nicht mute und ihr hört nicht auf mich, das ist geisteskrank. Drück doch einfach. Doch, ich höre dich. Was ist denn Reaper? Die gedrückt halten? Ja? Da sind 340 Milliliter drin. Ja, weil ich jetzt nachgefüllt habe. Ja, da muss doch auch rein, das ist doch dafür gedacht. Weißt du? Ja, okay, check ich. Aber dann beine ich mir das sofort um auf was anderes jetzt. Tab, hab ich schon gemacht. Also wenn das... Okay, ja. Ah, warte, du kannst schnell wechseln, wenn du I gedrückt hältst, Rumatra. Ich glaub's nicht. G-Time ist echt irgendwie AFK, oder? Ja. Entweder er verarscht... Ja, weil ich gerade hier mit dem 3D-Drucker dran war, weil ihr habt euren Stuff gedruckt. Sebo fängt hier an, irgendwie sich Enterhaken zu machen, die wir überhaupt nicht benutzen können. Mimimi, hör auf! Lass uns zocken, nicht heulen! Ja, dann mach doch nicht einfach irgendwas. Ja, dann mach du doch Trinkflaschen, wenn wir alle Trinkflaschen machen. Das muss jemand flippen, ja. Ja, das hab ich so noch nicht gesehen. G-Time, du musst mal irgendwas durchchecken. Ja, Reapers erklärt mir gerade, dass ich auf Tab umbeine und dann einfach nur Tab drücken muss. Ich sag Alarm ganz oft davor sogar. Das muss ich mal erwähnen. Und dann hat es... Ja, nee, scheiß drauf. I hab ich gesagt dann. Ja, I machst du dein Quick Inventory. Ah, hier sind... Wo seid ihr? Bro, wo bist du? Erkunden gegangen. Ich hab ein Eichhörnchen gejagt. Oh, da sind zwei. Ich will den ersten Kill haben. Achso, Henny, das ist dein NPC. Das ist unser Pro. Bist du doof, echt? Max? Nein, das ist der NPC! Hier ist er. Oh mein Gott, wer ist er? Da hinten läuft einer, ja. Der kriecht hier! Wie hässlich! Der macht doch komische Geräusche. Ich bin fast tot, hallo? Der rennt weg. Oh, wieso ist der auf allen Vieren als Mensch? Ich hab einen Kill. Erster Kopf eingesackt. Ich hab keinen Loot eingesammelt, kein Essen. Der rennt weg! 1 HP. Almost dead. Ich komm hinterher. Er ist weg. Da ist er doch. Der geht auf unseren NPC. Kann der sterben, der NPC? Boah. Und das sind jetzt diese hochintelligenten Horror-Scheißdinger, die uns leiden sehen wollen. Ich pack den mal ein, Jungs. Kann ich seinen Kopf haben? Hey Jungs, kurze Frage. Ist das jetzt so, dass wir weiter so spielen? Jeder macht kurz seinen Stuff hier und dann geht der Rest schon los. Im Gegenstand beseitige Wir aus. Sind vor der Höhle. Ja, wir warten hier doch auf dich. Ich sag denen, der macht uns jetzt ein Feuer, dann legen wir einfach die Leiche da rein. Wir liegen vor der Höhle. Guck mal, der macht uns jetzt ein Feuer, Jungs. Das war ein locker Speer, der holt jetzt an. Ah, was schreit hier so? Boah, hinter uns. Was war das? Nee. Warum hältst du den Kopf in der Hand? Du bist ein Psycho, Ruth. Wieso hat das so laut geschrien? Der ist da hinten. Was ist der Mate? Ist der Mate, der sammelt Holz, der Idiot. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll ins Feuer bauen. Was hat denn so laut geschrien? War das mein Kopf? War das der Kopf, den ich in der Hand hab? Digga, der Schrauber fiel. Wieso war der so laut, Mann? Was soll das? Nee, das hab ich nicht gehört. Ich hab ihn nicht mal gehört. Vielleicht kam der von mir. Upsi. Digga, der Calvin hat dir was geholt. Ja, der baut jetzt echt ein Feuer? Da müssen wir die Leiche reinlegen. Für Knochen. Ey, das war bestimmt ein Spähtrupp und ich habe leider einen Späher entkommen lassen. Plopp, Kopf reingelegt. Und da können wir jetzt essen. Raw Fleisch kann ich reinlegen. Ich Zack. Auch. Ich habe auch eine Leiche. Zack, hab auch Fleisch reingelegt. Zack. Fertig.
Oh, das Brennen geht nicht mehr. Auch Fleisch reingelegt. Ja, das Brennen geht nicht. Oh, doch, doch, der brennt. Minion, der brennt. Wieso legt er sich ins Feuer rein? Ist der dumm? Legt er sich daneben, weil er eine Leiche brennt. Kannst du ihn, glaube ich, reinschieben. Kannst du ein bisschen reinschieben, oder? Können wir ihn da reinschieben? Hm. Ich finde das jetzt nicht so. Voller Blut, ist das nicht schlecht? Ich muss was essen, ich bin One HP. Oh, ich habe auch nur noch Hälfte Leben. Ey, ihr könnt auch doch Healing nehmen, oder? Habt ihr keine Mets aufgesammelt? Ey, wer hat jetzt das Essen genommen? Ach so! Ich Digga, willst du mich nicht? Ich wollte Informationen erstmal haben. Kann ich das abgeben? Ja, bitte. Ich habe zwei Kuck Fleisch. Wo kann ich das abgeben? Ja, mir ganz toll. Jetzt habe ich es gegessen. Ich schwöre, ich habe es gegessen. Ich kann es nicht. Es ging nicht. Es ging nicht. Aber ich habe noch ein Raw Fleisch. Chill. Da, zack. Liegt drin. Danke, Mann. So, wie kriegt man wohl Seil? Wie hat man Seil bekommen im ersten? Den hast du doch gerade gespielt. Da ist wieder jemand! Oh, da ist ein Speer. Der geht auf die Bäume, guck mal. Zieht die Maske auf. Wo ist der? Oh, der klettert auf die Bäume. Der beobachtet uns. Lass ihn doch töten. Ja, töt ihn. Schnapp ihn dir. Der ist aber schneller als wir irgendwie. Die sind echt eklig. Die laufen einfach um uns herum und beobachten uns. Ja. Aufgegessen, wie passt der? Boah, gut. Das ist aber echt wenig hier, ne? Krass. Ja. Immer noch nur Hälfte Leben. Habt ihr ihn bekommen? Ich hab aus Versehen in seinen Arm reingebissen. Nee, das ist doch schlecht. Da bist du auch so einer. Romatras und Speer. Was zur Hölle? Wieso nimmt ihr ihn auf einmal in die Hand und ich wollte geht drücken und. Mann, ne? Ich wollte ihn nicht aufessen. Okay, wohin jetzt? Gibt's noch einen Punkt auf der Karte? Hast du echt Mensch gegessen gerade? Digga, ich bin hier, wo wir vorhin waren. Rumatra, Alter. Ohne Witz. Ich nehme gleich einfach eine Granate aus dem Hintergrund, werf die, damit du stirbst. Leute, wir müssen jetzt zusammenarbeiten und einen Platz zum Rasten finden. Es wird gleich wieder Nacht, ne? Dann war's das wieder. Wir wollten hier zum Strand gerade und da laufen wir jetzt auch alle hin. Ich glaube, Cheater mit daher, weil er hat die meiste Ahnung. Habt ihr alle die Granaten hier mitgenommen, ja? Ja. Dem C4-Ladung auch? Da liegt auch C4. Hoffe ich, dass ihr das gemacht habt. Bei mir war da überall nur Granaten in den Dings. Ist der Loot vielleicht random? Ich versuche gerade noch die Leiche hier zu verbrennen. Bringt doch was, oder? Oh, das sieht schön aus. Leichen zu verbrennen bringt Knochen, ja. Sehe sie gerade, ja. Ein Knochen habe ich hier. Noch mehr Knochen. Knochen, Schädel, ganz viele Knochen. Digga, das sieht so Handknochen. Geil aus hier, wirklich. Ey, man kann aber nicht den Speer, den man sich craftet, quick auswählen. Das geht nicht. Oder probier mal. Jetzt zieh ich mich irgendwie beobachtet. Hier sind Blaubeeren bei mir. Ob du hast mir vorhin auch nicht zugehört, Rumatra. Ich höre dir immer zu. Nee, weil dann wüsstest du, dass du wie vorher auch den Rucksack und den Speer mit Rechtsklick ins Dings legen kannst und der dann dran ist am Rucksack. Habe ich vorhin direkt als allererstes gesagt, dass du die Sachen an den Rucksack machen kannst, ich aber keine Taste gefunden habe, wie man die wechselt. Ah, man kann die wirklich an den Rucksack machen. Ah, Hilfe! Okay, fair genug, hast du wirklich gesagt. Außerdem, wenn ihr irgendwie von Eingeborenen angegriffen werdet, höre ich das sogar bei mir hier hinten. Ja, irgendwie ja. Ich auch, Alter. Ich habe das sogar gerade bis in diesen Bunker reingehört. Wollen wir am Strand bauen? Ja, vielleicht. Keine Ahnung, ich bin einfach nur hingegangen, weil ich gesagt habe, wollen, lass uns mal gucken, was da ist. Da oben. Ja, hier ist doch geil. Oder wir gehen, guck mal, seht ihr diese Klippe da links vorne? Die fände ich richtig sexy. Da hinten ist auch irgendwas im Wasser am Schwimmen, ne? Ja, eine Wasserflasche füllen. Wo siehst du das? Ey, das sieht aus wie Otto bei Seven vs. Wild hier. Sag ich. Trinken. Wie kann man Wasserflasche füllen? Erzähl mal. Wasserflasche in der Hand und dann E gedrückt halten. Und Wasserflasche kann man schnell greifen mit I gedrückt halten. I gedrückt halten. Legt das auf Tasten. Macht's jetzt, gewöhnt's euch an. Vertraut mir. Jetzt umändern. Du hast recht. Tab. Ihr geht auf Steuerung, macht und legt. Da müsst ihr immer ran. I ist ein ganz schlimmer Knopf, den wollt ihr gar nicht drücken. Dann braucht man vielleicht was anderes.
Oh, hier liegt viel rum. Ich wäre hier links irgendwo so an die Klippe, wo es hochgeht wieder in den Wald. Ja, Übergang. Da vorne, da wo ich jetzt hinschaue. Seht ihr, wo ich hinschaue? Das ist rechts an der Klippe. Ja, können wir auch machen. Das ist doch da so richtig hoch an der einen Stelle. Ja, das machen. Dann gehen wir da hin. Los geht's. Ja, aber wenn das Map-Corner ist und wir immer weiten müssen, dann wird das nervig. Denk dran, ne? Ja, ne? Kann auch kacke ja, sein. Wollen wir lieber einen See aus in der Mitte der Map nehmen? Ja, wir wissen ja nicht mal, wo die Mitte der Map ist. Also doch! Wir gucken jetzt einfach in die Mitte. Da kommt ein See in der Mitte der Map. Hä, wie machst du das? Ja, M. Mit M, dann hast du das GPS. Und dann? Aber das ist auch nicht die Mitte, das, den See, den du meinst. Ja, ich aber denke, mittiger als der andere Stuff. Also ist das auch sogar ein Punkt, wo wir hin müssen? Ich weiß, ja, wo wir hin müssen. Wenn ihr M drückt, guckt mal, ihr habt doch da diese lila Symbole mit den Ausrufezeichen. Ja, ja, auch nicht. Und da, das sind wahrscheinlich interessante Punkte, weil hinten da, wo das im Wasser treibt, ist nämlich auch schon so ein Symbol. Mhm. Nee. Oh, Seil. Wollen wir mal an den See gucken, der hier direkt oben am Dings kommt, dann auf das Wasser immer? See finde ich auch geil. See finde ich auch cool, aber wir sind dann halt deutlich angreifbarer, ne? Als wenn wir nur von einer Seite attackt werden können. Das muss dir klar sein. Ja, aber immer wenn wir Holz holen, müssen wir dann immer so weit laufen, das wird ultra nervig. Ja, ja, das ist auch übel der Wald bei der Klippe. Die Klippe ist der Wald. Wir nehmen den ganzen Wald und ficken ihn einfach, checkst du? Ja, ja, wir werden eh den ganzen Wald zerstören, ist doch eh klar. Also dann gehen wir doch, dann machen wir das. Machen wir, wo ihr hin wollt, mir ist egal. Ich hab einen Bogen. Nee, den darfst du nicht haben. Wieso hast du den? Du darfst den nur machen, du musst uns fragen, vorher darf ich den Bogen craften. Ja, ihr könnt mir auch vielleicht meine Arschhaare flechten, wenn ihr wollt. Hä? Da liegt ein Seil, habe ich euch doch gesagt. Ich habe ein Lager gefunden. Musik startet. Hier ist was, kommt her, zu mir und Reapers. Oh Gott, da ist jemand. Ey, ich will nicht hier nicht kämpfen. Guck mal da. Die können nicht kämpfen. Oh nein, die schreit gegen mich. Die macht die. Wollen wir die umbringen einfach? Mach mal die Musikanlagen aus. Alter, was geht denn hier ab? Der Headbang. Alle aus. Alle aus, das ist giga nervig gerade. Ich hab grad alle ausgemacht, was soll das? Alle ausgemacht. Reapers ist rum hinter mir hergelaufen, hat sie alle auch ja, alle wieder angemacht. Das Gegner, feucht. Oh ja, was ist das denn? Ist das echt ein Gegner? Ja. Das ist der Mann, Alter. Nein, der ist. Oh ja, ja, das ist, der macht Rollen. Ey, der kämpft hier. Tötet ihn. Ja, das ist ja, es. Ja, weiter! Oh, weiter! Kein Stopp! Was dumme ist hier? Sau. Was ist mit der? Die ist gefangen. Die sieht ganz komisch aus. Auch töten würde ich sagen, ja, oder? Ja. Kann sich nicht wehren. Ey, ihr könnt mich kaputt machen und dann fällt da Munition raus. Ich hab sie befreit! Kann kaputt machen? Hört sie mal doch nicht. Befreit, Max hat ihn befreit. Grüß nee, ich hab sie versucht zu töten. Ja, sauber. Sehr gut, sehr gut. Was kann man kaputt machen, Rumatra? Hier steht noch jemand. Hier sind noch mehr. Und da kommt Munition raus? Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, die Elektronik. Die Wald, weil wir die getötet haben. Wie ist das denn? Ja, ja, die ist voll... Alter, geil. Oh, guck mal. Oh, nimm die mit. Nimm die mit. Die, das Tötest ist meine. Das ist meine. Die Wo ist eigentlich unser Begleiter? Der kommt immer mit. Weiß ich nicht. Der ist ein Bro gewesen. Bin mir nicht sicher, ob wir Ach, guck mal, da kommt er angelaufen. Hm. Wo ist er? Ich sag ihm, er soll Feuer machen. Er ist gut. Blut verschmiert. Ich sag ihm, er soll Feuer machen. Das ist einer von den Guten. Das ist Pamela, meine neue. Ja, verbrennt mal die Leiche, brauchen die Knochen. Die Knochen sind immer wichtig. Wir machen Feuer. Jetzt macht er für uns ein Feuer. Aber warte mal, ist das hier nicht? Wäre das hier nicht eine gute Stelle? Hier hinten, guckt mal. Da haben wir erstmal freie Fläche, eine große. Und drumherum ist überall Wald. Wo? Da hier liegt direkt. Oder oben an den Wasserfall. Wir wollten noch zum See, oder? Ich glaube, oben ist ja, der See. Wir wollten einen noch ein bisschen weiter. Lass mal ein bisschen, zumindest so einmal zum See gucken, ja, würde ich sagen. Zum See gucken. Mhm. Der macht jetzt ein Feuer, der Kelvin. Ja, lass mal hoch da am Wasserfall, schön hoch. See, Bergsee ist das Geilste. See, Wasserfall, kann man Kraftwerke bauen. Na komm, wollen wir nicht mal übertreiben, ne? Nimm nur eine Axt in der Hand. Da ist nochmal jemand. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob die Falken wollen. Alter, Kelvin hat sich angezündet, der Idiot. Der brennt im Feuer. Ich glaube, die will gar nicht kämpfen. Ich lass sie auch einfach in Ruhe. Okay, töte sie. Ihr müsst deren Leichen verbrennen, darum geht's. Wo sind die Blätter? Töten erstmal, okay?
Der Rest ist mir erstmal scheißegal. Aber wenn du ihm den Speer in den Kopf stichst und ihr Gehirn so ein bisschen auf dem Asphalt, im Boden steckt. Ja? Da hast du richtig gespielt, würde ich sagen. Gut. Hier hinten am See ist auch noch eine große freie Fläche. Ey, das Spiel ist so schön, Digga, was? Ja, ne? Guck mal. Oh mein Gott, See ist es. All für Call. See. Ja, mein Call war so gut. In dem See. Oder? Hinten, wo die große freie Fläche ist. Oh ja. Hier sind auch viele Bärengebüsche. Ja, das ist geil. Haben wir Essen. Hier lassen wir uns nieder. Alter, ja, sind hier viele Bären. Aber wenig, ne? Ja, aber dafür sind hier unglaublich viele. Oh, hoffentlich kann man die auch anpflanzen. Ich werde jetzt wieder so doll pflanzen. Ich mache so viele Felder. Boah, hier sind ja derbe viele. Scheiße, ich kann nicht mehr so viel tragen. Mein Inventory ist voll. Ich muss die aufessen, die Scheißdinger. Da, wo G gerade hinläuft, ne? Da ist perfekt. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja, da laufe ich jetzt gerade, wo die freie Fläche ist, hin. Ja, genau. Da ist echt perfekt, Alter. Wir geben null Essen. Das Problem ist, alles um diese Fläche wird auch freie Fläche, weil wir den Wald, links, find rechts, ich geil, find so ich geil. Derbe abholzen werden. Finde ich geil. Sogar so teilweise so Nebel. Hier muss doch wieder eine Höhle sein, oder warum ist hier ein grüner Punkt bei uns? Stimmt, hier ist ein grüner Punkt. Oder ist das da, wo wir vorher waren? Nee, ist es nicht, ne? Nein, nein, niemals. Nee. Wollen wir noch mal kurz den grünen Punkt abchecken? Geil. Ja, hier ist cool. Also hier können wir echt gut bauen. Lass bauen, es wird dunkel. Lass uns einen Unterschlupf für die Nacht bauen. Warte, wir müssen irgendwas nehmen. Warte mal kurz. Wir müssen die Mitte irgendwie markieren. Das hier ist so geil. Können wir das mal kurz festhalten, wie geil hier ist? Ich will einen Platz am Wasser. So, geclaimed. Claim daneben. Ich werde hier am Wasser bauen. Ich auch. Dann darfst du links am Wasser bauen, ich baue rechts am Wasser. Hier baue ich, da wo ich jetzt stehe. Gut. Ich baue hier, wo ich jetzt stehe. Nee, ein bisschen ins Wasser noch. Ein bisschen weiter links. Nee. Doch. Wir müssen ja, ich muss ja schon, wenn ich nachts angegriffen werde, muss ich schnellst wieder rüberrennen. Das ist so stumm. Du wirst auf hart gestellt. Kommen wir auf hart, komme ich dichter, ist ja klar. Okay. Ja, okay, dann bauen wir jetzt. Ja, bevor es dunkel wird. Ich fange jetzt an, diesen Haus. Also, ich fange jetzt los an und hol Holz. Niemand redet mit mir. Wieso redet denn niemand? Ich bin gerade schon Holz am Sammeln. Immer noch? Jetzt bin ich fertig. Ey, gut. Ich bin voll. Ein ganzes Bucket. In 7 Minuten. Ja, okay. Okay, das wusste ich nicht. Wusste ich nicht, dass du jetzt 2,5. Wer schreit hier? 2,5 Kilo Chicken reinpfeifst, Alter. Ja. Ja, aber smart, ist smart. Das hält. Pinguin ist noch. Und jetzt zocken wir die ganze Zeit. Oh, ja. Das ist auch gleichzeitig dein Frühstück. Boah, ich werde so derbe hier im Wasser bauen. Geil. Regel von den anderen kein Holz klauen, das ist assi. Ne? Okay. Regel akzeptiert. Oder was sagt ihr? Regel akzeptiert. Ja. Baumfeld, ihr Loser. Was? Ja. Ich bitte dich. Oha, wie lange braucht er denn um ein. Ja, gut, das ist aber auch ein hoher Baum. Ich glaube, das zählt dann, wenn er lange braucht. Okay, man kann nur 2 Holz tragen. Vorsicht, Baumfeld. Vorsicht, stimmt. Guck mal, wo der gelandet ist. Wer ist er von euch? Warum macht der viel Damage, hä? Nein! Ich hätte so gern Falken umgelegt. Ist das ein Fasan? Jetzt ein Eis hinterher, Alter. Und jetzt geht's los. Scheiß Fasan. Ja. Jo, wer will da so ein Baumhaus bauen? Das ist von mir. Bitte nicht den Baum fällen. Mein Baum. Der wird so gefällt von irgendwie. Ey, wer ist er? Reapers. Okay. Du wärst gerade fast vom fallenden Baum gestorben, wollte ich dir sagen. Was? Wo ist der Baum? Hier, der hier, siehst du. Was die macht Sebo? Sebo, hast du da Baugenehmigung? Ja, okay, krass. Ich geh ins Wasser rein. Geil. Das ist ein langer Baum irgendwie. Gehst ins Wasser rein. So, aber halt mal ein bisschen Sebo, Abstand von mir trotzdem. Sebo, das ist mein Platz, habe ich geclaimed. Hä? Also, ich stehe hier, wo ich stehe, und das ist mein Platz. Lass mich alle in Ruhe. Ich kann auch noch ein bisschen nach rechts gehen, ist mir egal. Eigentlich. Hier, wo die 6 Hölzer sind, ist eine bei mir. Bin ich. Eine was? Eingeborene. Bring die um, ist doch klar. Dafür sind wir hier. Jetzt ist schon dunkel, ne? Ja, ich kann irgendwie gar nichts bauen. Das ist alles rot. Ich läuf weg. Jetzt hier eine Blockhütte. Denke ich, ich mache das gleiche. Ich mache jetzt das genau hier eine Blockhütte hin. Sebastian, hast du ein Problem damit? Plattform. Ach so. Ich kann auch nichts bauen. Ja, du musst gucken, da steht Baum Unterschlupf. Ach, Baum. Baum. Hä? Wie kann ich keine normale Foundation bauen?
Wir sollten erstmal schlafen, glaube ich, eigentlich, ne? Ja, ne? Kann man einen Schlafplatz bauen? Ja, so eine kleine Unterkunft könnten wir bauen, eigentlich. Wo ist meine Kein Axt? Holz klauen, ne? Ist klar. Gott, wo ist meine Axt? Hier ist alles voll mit Eingeborenen. Hier steht schon wieder einer mitten bei uns. Wer ist hier so dicht? Hä? Was machst du, Sebus? Wir machen nur einen Unterschlupf. Okay, eben. Gut. Das nehmen wir, können wir da alle drin pennen? Weiß ich ja nicht. Dann machst du, das ist mein Unterschlupf hier jetzt. kann ich die nicht wieder mitnehmen, die Dinger? Ach so, das ist schon dein Zuhause. Ich hab gedacht, ich hab die nur abgelegt. Ich hab Wände gebaut, oh mein Gott. Alter, ist da kacke irgendwie. Ich raff das nicht. Dunkel. Ich raff es auch viel zu dunkel, wirklich. Alter. Ich ja, es wirklich. Ist viel zu dunkel. Ist das dunkel? Wieso haben wir auf hart gestellt? Ja, warum? Ja, genau, das ist dein kurzes Wetter. Das ist doch das Geile, hä? Das ist doch das Coole. Das ist, Digga, es ist ja stockfinster jetzt. Ja, es ist nicht dunkler, weil du... Ich seh gar nichts. Es ist nicht dunkler, weil es auf hart ist, Bro. Wir waren einfach zu langsam. Die Blumen essen? Der frisst sogar Blumen. Ich empfehle euch sehr, Gamma hochzustellen. Sieht fantastisch aus. Ich habe ein Feuer gemacht. Ist es wirklich besser? Ja, viel besser. 80 auf 80 Gamma, top. Oder man nimmt einfach eine Fackel. Auch gut. Geht das? Ja. Gamma hochstellen, trust einfach. Gamma auf. Aber Gamma ist dann immer so weiß. Das so. Hat sich bei mir hat sich aber kaum was also verbessert so. Bei mir ist Wo siehst viel, du Gamma? Mehr. Anzeige? Gamma. Bei mir hat sich auch nichts verändert. Wie kann man die Ach, so schön willst. Übereinander legen, die Baumstämme? Ich hab die auch erstmal so hingelegt, aber ich krieg die nicht mehr weg jetzt, glaube ich. Kann ich die wieder aufsammeln? Weiß das jemand? Man kann echt keine Foundation bauen, Feuerzeug? Ne? Ich glaube, du musst deine Foundation selber bauen, tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Ja, wie? Du kannst sie ja nicht hinlegen. Doch, kannst du. Ich hab die jetzt gespalten, aber ich kann die nur hinwerfen. Ich glaube, ich gehe auch einfach gleich drauf, ne? Das ist ja geil. Können wir ein bisschen Medizin duplizieren? Wir können. Hat jemand einen kleinen Unterschlupf gebaut? Dann können wir mal kurz schlafen gehen. Wo ist hier Foundation? Also nein. Das kann ich jetzt nicht mehr gehen. Ich glaube, Reapers, jeder will einfach sein Haus gerade bauen. Ja, ist halt, ne? Lost. Nee, ich dachte, wir haben den Unterschlupf schon. Ich bringe jetzt zwei Holz für einen kleinen Unterschlupf. Der Bruder ist wieder da. Wie geil. Ist das jetzt hier eine Foundation? Ich sag dem, der soll uns eins bauen. Einen kleinen Unterschlupf. So, fertig. Baue Unterschlupf. Macht er jetzt für uns. Okay? Und dann gehen wir da kurz schlafen, wenn es fertig ist. Alter, ich... Ey! Ja? G-Time ist tot. Ich höre schreckliche Geräusche, das mag ich nicht. Oh mein Gott, das Game ist so geil, ne? Ja, es ist echt, oder? Ja, egal. Ich kann es nicht auswählen. Der zeigt mir eine Anleitung, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh mein Gott, ich hab's einfach gerockt. Witzig. Eins einen Stamm nehmen. Das ist so geil. Und zwei Spalten. Kann ich es auch wieder aufheben? Okay, Freunde, jeder lässt stehen und liegen, was er gerade macht. Ja, alle, jeder jetzt in die Mitte. Jeder in die Mitte. Jeder jetzt in die Mitte. Zu mir. Ihr seht, R müsste ich sagen. Alle zu Reapers, alle zu R. Jetzt stehen und liegen lassen. Sonst unverzeihlich. Unverzeihlicher Fluch. Unverzeihliche Scheiße. Ich sprinte mit Sprint-Taste. Oh, den habe ich übrigens in dem Spiel nicht verstanden. Der tötet Leute, aber irgendwie bauen. Leben die dann am Ende noch vom Bossfight. War da Kedavra? Nee, das ist Instakill, immer. Ja, aber okay, Boss speichern einmal. Speichern, wo geht das? Ich komme nicht durch. Erstmal speichern hier einmal bei dem Zelt und dann schlafen gehen. Und man muss wahrscheinlich beim Schlafen das Zelt angucken. Ja. Zack. Oh, schön, oh geil. Warum sagt niemand was? Gut. Das war super, ich finde dich klasse. Das Game sieht auf einmal viel besser aus und es macht viel mehr Spaß, als es gerade gemacht hat. Das sag ich. Also das Seewasser müsste doch clear sein, oder? Trink ja, mal, ja, das ist doch der Fluss, das ist doch der Fluss.
Trinken wir alle was? Weil nach dem Schlafen kracht's immer mit Essen und Trinken, ne? Da hat man immer Durst. Oh und mein Gott, ja, es kracht. Ich glaub nicht, dass Muss man das Haus mit Bauplan bauen oder kann man das auch so machen wie ich? Du kannst es frei bauen, ich baue auch wie du. Ich mach genau das, was du auch machst. Geil, das ist geil, ich bin frei, cool. Habe ich die Trinkflasche schon gefüllt, Alter? Ja, ich glaube, das ist das. Oh mein Gott, ich habe eine Soda getrunken, außer die Trinkflasche. Naja, vielleicht gibt die wenigstens ein bisschen Energie noch. Nein, tut sie nicht. Okay, ich baue hier. Halt jetzt Krise, Tatsache. Ne? Kann ich im Wasser auch bauen? Das wäre jetzt schon mal perfekt. Aha, das hat wunderbar geklappt. Witzig. Und jetzt treibt er davon, mein schöner Stamm. Das ist ja so dumm, Alter. Ey, wer holzt da die Mitte ab? So kann ich das nicht machen. Digga, du holst in der Mitte? Ich gehe in die Mitte, ja. Wenn keiner da will. Ja! Ich habe das Spiel so viel besser gespielt als ihr Jungs. Ihr checkt's gar nicht. Ja, du lässt alles den Typen bauen, ne? Ich habe ihm gesagt, hol Stämme und bring sie mir. Okay, jetzt geht er los und bring mir Stämme. Nee, das müssen wir uns aufteilen. Finde ich witzig. Was ein Macher. Geil, hol mir mehr. Nee, ich finde, der Typ darf nur für Gruppenarbeit benutzt werden. Ja. Ein Call. Der darf jetzt nur nicht mal gewusst, dass das Doch, ist. Natürlich. Das war doch ein Trailer drin. Das war doch... Dann wusstest du. Ja, das ist doch. Warum ich hab sie doch befreit. Ach, laber Quatschkopf, Alter. Ich hab doch gerade am Anfang alles vorgelegt, was er kann. Also mein Vorschlag wäre, wir töten den einfach. Ja. Nein, den müssen wir auf jeden Fall nutzen für Gruppenarbeit. Den kannst du nicht töten, weil dann kriegst du selber Damage. Den kannst du töten. Nein, den töten wir nicht. Ich hab versucht. Der ist geil. Das ist cool jetzt. Guck mal, kommt schon ein bisschen was. Ich glaube, das Game geht jetzt so richtig los erst. Habe ich das Gefühl. Es sind gerade Blumen neu gewachsen, cool. Du hast Hunger. Ja, dann halt auf die Schnauze. Ja, er ist aber nicht so effizient im Sachen holen. Er holt dir ein, zwei Stöcke und dann musst du dem das wieder sagen. Also. Quatsch schon geil trotzdem. Auf Long Run ist das schon OP. Das Licht aus. Wieso kriege ich manchmal die Linie nicht zum kaputt? Ja, ich auch manchmal nicht. Man muss echt genau in der Mitte drauf. Aber das ist ja gig. Also das Bauen macht, glaube ich... Ich glaube, das macht mir ganz viel Spaß gerade. Wo kann man nochmal die Äste so halbieren aus dem Trailer? Raumfeld. Vor allen Dingen, was wichtig ist, die Baumstümpfe nicht abbauen. Mein Problem. Ah, dann kommen neue Dings, das ist ja geil. Ja, die Respawn, also wenn das wie im ersten Teil ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie das übernommen haben. Ist auch krass, wie die Bäume mittlerweile abgebaut werden, wie geil das aussieht. Mhm. Das stimmt. Also manchmal geht das nicht, ne? Was denn, das Teil? Doch, dass du musst, ich glaube, irgendwann kommst du rein, das passt schon. Nee, dass ich ihn da drauf platziere, ich habe gerade alles gemacht. Ja, hier geht's dann wieder. Was ist das? Hier geht's auch nicht, komischerweise. Warum nicht? Wie kann ich da jetzt den Boden drauf platzieren? Ich muss auf jeden Fall essen und trinken. Also, kann man aus dem See da trinken bei euch? Gibt's auch schon Kiste? Ja, ja. Kisten? Okay. Bei euch, das ist unser See. Haben wir schon irgendwo Kisten? Mein Inventory ist immer voll. Jetzt wieder so hochgebaut auf den, dass er über uns steht, Cheater, Alter. Bitte? Nix. Ich hab da hinten gebaut als Backup hinten. Wieso kann ich nicht trinken? Das war nur ein halber Stamm. Nee, hä? Das war kein halber Stamm. Der ist genauso lang. Bro, das ist genau derselbe. Ah, nein! Oh, ich hab hier Bären alles. Eine einsame Insel hier. Ich hab Hungeralarm. Du bist müde. Hä? Was? Ach, dadurch, dass wir Bäume, glaube ich, fällen. Ja. Kann man denn irgendwie sich bei dem Dings hinlegen und Energie wieder hochrecken oder so? Vielleicht am Feuer hinsetzen?
Wie wählt man sich Sachen ins Quick Inventory aus, Kevin? Du meinst bei dem Rucksack? Ja, bei dem. Du öffnest das Inventar, dann tust du den mit Rechtsklick rein und dann kannst du an der Tasche Sachen, die du nicht haben willst, mit Rechtsklick entfernen und welche, die du hinzufügen willst, mit Rechtsklick hinzufügen. Aha, okay, krass. Du kannst aber immer nur zwei Sachen im Quick-Slot haben. Ja. So wie es aussieht. Wie lange muss ein Dings braten in Fleisch? Sieht man kann das? Man ein... Ist so lang. Tier One... Ja? Oh Gott, Romat hat seine Tür nicht abgeschlossen. Ich werde so sauer. Oh. So, ich habe eine ganz kurze Frage an G-Time. Hm? Ich habe jetzt hier 6-mal Inventory, dass ich neue Sachen habe. Wie kann ich das bauen? Handgemachter Bogen zum Beispiel. Du gehst ins Inventory. So. Einen handgemachten Bogen willst du bauen? Ja. Du kannst... Leg mal einen Stock rein. Ich nehme das Inventory und... Also du machst das Inventar auf und machst Rechtsklick auf den Stock. Dann liegt der da ja, ne? Ah, dann liegt der da. Okay, dann schaffe ich das alles. Und dann gehst du, guck mal, über das Maus... wenn du mit dem Mausrad über das Zahnrad gehst. Oh, hier sind Eingeborene. Boah, der haut mir schon. Ich bin tot. Was? Was? Nee, was? Wir haben ohne Sterben gesagt, die ersten 20. Die kommt zu mir! Die kommt zu mir! Ich hab gerade im Inventar geguckt, komm raus. Der kommt auf mich angerannt und haut mir eine und ich. Oh mein Gott, er ist schon da! Er ist schon da! Du stehst? Helft dir? Hilf mir doch, Umatra! Bist du bescheuert? Ich muss die auswählen, du kleiner Wichser, komm her! Junge, die sind voll aggressiv. Oh, der klettert auf mein Haus. Ziel auf den Kopf. Ziel auf den Kopf. Ziel auf den Kopf. Ziel auf den Kopf. Ja, jetzt am Boden, schnell. Ich bin schon wieder tot. What? Ich bin auch One-Shot. Die machen so ein Damage. Geisteskrank. Ich rest dich. Oh, das ist geil. Guck mal, wird sich einfach. Geht aber unendlich schnell. Hab ich ihm ein Schwert geworfen, hängt in ihm drin. Guter Wurf von mir. Ich wieder angreifen. Ich komme. Habt ihr jetzt tot oder nicht? Hey, du sitzt ja beim Haus! Jetzt kaputt gemacht! Das ist an deinem Haus. Gut, ciao, danke nochmal. Alles kaputt, guck mal! Das Haus ist das so unstabil? Haus gebrochen. Dein Haus kaputt gemacht. Wieso ist das so unstabil, hä? Ich dachte, das ist eine Festung. Alles kaputt. Hä? Zebo, hast du mein Holz geklaut? Nein, echt nicht, das ist hier im Wasser. Wirklich, Leute, Reapers, ich wirklich. Ich hab mir gerade wirklich meinen eigenen Baum gefällt. Okay. Wie viel Essen gibt das? Die Frage ist, was macht das, wenn ich müde bin? Viel. Ey, so, dann isst du dir so wie ich ein Energy-Riegel und da geht's dir wieder gut. Nee, ich meine jetzt hier im Spiel. Also, nee, auch im Spiel. Ich hab gerade einen Riegel gegessen und war nicht mehr müde. Voll geil. Ist der Typ ein Macher. Aber der unendlich lang gebraucht, leider. Ja, ich verstehe das nicht. Ich will was bauen. Ich drück Inventory. Ich verstehe es auch nicht, Max. Lass mich in Ruhe. Ich raste nicht. Ich will nur einen Boden bauen. Reparaturwerkzeug. Jetzt brauche ich noch einen Stein. Seht ihr irgendwo einen Stein hier? Oh, gibt's Sound? Verminieren. Oha. Digga, ey, ich hab den gerade geholt, geschickt, um mir einen Fisch zu holen, ja? Und der sich jetzt in den Boden reingeglitscht und vor 20 Minuten weg. Und jetzt kommt er mit dem Fisch zurück. Das ist auch geil. Das ist ein geiler Typ. Oh, fliegende Hölzer. Können wir irgendwie... Ich habe ein Reparaturwerkzeug, ich hab's wieder heil gemacht. Alter, guck mal, diese Hölzer hier bei mir. Ja. Ja, bei mir waren die auch ganze Zeit im Wasser so am Jumpen. Ja. Digga, ich spiel gut. Ich spiel sehr gut. Ich hab jetzt ganz viele Knochen. Ich hab unendlich Knochen, Leute, ne? Ich kann nicht mehr tragen, shit. Ich hab Müdigkeitsprobleme. Ich sterb gleich, weil ich so müde bin. Was kann ich dagegen machen? Dann leg dich doch hin. Stimmt. Oder setz dich am Feuer hin. Energiemischung? Das ist eigentlich das ganz linke Symbol neben dem Trinken. Warum zappelt mein Fisch noch? Digga, ich bin fucking Schamane-Hexe. Was ist das? Ich hab eine Energiemischung gemacht.
Jetzt habe ich wieder Energie. Müde. Ist ja krank. Digga, ich bin richtig gut. Ich bin gerade, glaube ich, von uns fünf der Beste. Auf gar keinen Fall die Holzstämme wegmachen. Sonst ist Mist danach. Mit welcher Taste kann man nochmal... Ah, da sehe ich's. Ja, und was war das andere? Ah ja, so. Kann ich die irgendwie als Säule hier stabilisieren? Also diese Müdigkeitsanzeige irritiert mich ein bisschen. Ich habe die weggemacht. Ich bin in Energiemischung reingepfiffen. Du brauchst du brauchst gelbe und weiße Blumen. Machst du zusammen und dann hast du Energie. Krass, oder? Habe ich nicht verstanden. Oh, schade. Das ist eigentlich voll gut erklärt. Was machst du? Im Team. Ich versuche erklär noch mal, erklär noch mal kurz, erklär es noch einmal kurz auf schnell. Gelbe und weiße Blumen zusammen gibt dir Energiemischung. Gott! Was ist los? Geht nicht, ich kann ihn da nicht mehr drauf platzieren. Das wären Leichen. Ich dachte, das wären Leichen. Gelbe und blaue Blumen und dann kriege ich Energie. Und falsch, Energie falsch. Falsch, also ich hab's genau nicht so gesagt. Sag's noch einmal, bitte, bitte, bitte. Ich bin so im Fokus, das glaubst du gelbe gar nicht. Gelbe und weiße. Gelbe und weiße. Und wo kriegst du gelbe und weiße her? Und wo kriegst du Essen her? Mal ganz kurz. Hier sind drei Leute! Drei Leute sind hier! Digga, ich liebe normalerweise Horror-Games, aber was war das denn? Dann komm, hier, fight mit mir! Das war hier ganz fürchterlich gerade, ich kann nicht, ich muss kurz herkommen. Gib mir eine Sekunde. Die machen dein Haus kaputt, Max. Du musst gegen sie kämpfen. Ich zieh hier so ein Ding, die sind hier überall. Albe. Helft uns, warum sind doch nicht alle hier? Ich hab einen Herzinfarkt bekommen, Alter. Dieter verbrät uns. Der ist direkt neben mir. Ich bin gerade am Essen. Ich krieg viel zu viel Schaden. Ich helfe. Ich komm jetzt, ich klär das mal hier. Deine läuft weg. Bären bringen ja fast gar nichts. Ja, nee, die bringen echt überhaupt nichts. Wer lebt noch? Das war's, wir haben's geschafft. Doch, wir haben's. Kann man, aber ein Speer ist wieder weggelaufen. Kann man Rehe one-shotten? Geht stimmt das? Später. Bau dir doch einen Bogen. Leichen und werfen die auf. Oh, wie geht ein Bogen? Feuer. Du legst einen Stock rein, gehst aufs Zahnrad und guckst dir das Rezept an. Ich zünd hier irgendwas an. Warum liegt hier ein Feuer neben deiner Base? Hat jemand gemacht. Okay. Kann ich die Leichen irgendwie essen? Nee, ne? Nein, kein Menschenfleisch essen. Bitte doch, du kannst es, glaube ich. Ich habe vorher einmal auszusehen reingebissen. Einmal habe ich mir einen kleinen Snack gegönnt. Nicht, Alter. Da ist noch einer bei dir, G-Time, einer von den Crawlern. Oh ja, die Crawler. Die Crawler sind krank, Crawler. Alter. Also, was das gerade für ein Jumpscare war, hatte ich lange nicht mehr in einem Videospiel. No cap jetzt. Also, Bären essen bringt nichts. Können wir irgendwie fünf Fallen bauen? Der hat mein ganzes Haus abgerissen. Was? Mein ganzes Baumhaus hat er abgerissen. Hey, no ist der hochgeklettert oder was? Ich helf dir. Ich komm auch. Nee, ich komm. Ich hab die ganze Zeit Baum an meinem Haus gebaut. Der hat mein ganzes Haus abgerissen. Oh mein Gott. Ja, ich dreh durch. Ich muss abbauen, Kevin. Sollten wir, bevor wir Häuser bauen, sollten wir erstmal den Kevin. Ich bin nicht mal gestorben. Ich bin gestorben. Vielleicht sollten wir erstmal irgendwie uns einzäunen. Ja, ne? Sollten wir uns erstmal ein. Oh mein Gott, hier liegt so viel Holz auf dem Boden. Weg von meinem Holz! Immer mit der Ruhe, ich wollte dir nur helfen, weil es noch einer ist, dann gehe ich halt wieder. Tschüss. Ich habe ihm geholfen. Junge, ich bin sauer, der hat mein ganzes Haus hat er abgerissen. Ja, scheiße. Da ist noch jetzt einer. Jetzt hüpfen die hier noch durch mein Holz! Ich raste so aus! Die disrespecten dich so derbe, G-Time. Das kann nicht sein! Wie lösen wir das Essensproblem? Wie lösen wir das Problem mit den Kannibalen? Holen, das ist echt ineffizient, sein Urgroßvater, der Typ. Oh, hier ist noch einer. Der ist wieder bei Max am Gebäude oder bei wem auch immer. Kann mich jemand resen? Mein Baum ist auf mich gefallen, völlig unrealistisch. Mann, wieso greifen die alle mein Haus an? Also wirklich nur meins. Wie pass ich komm? Ja. Digga, der hat mein ganzes Haus abgerissen. Du kannst nicht sagen, dass du dein Haus angegriffen hast, wenn gerade Cheetah ins komplettes Haus zerfickt wurde. Ist so. Man geht nicht. Einfach weg sein, danke, Sebo. Er ist einfach an mein Haus gegangen und hat's abgerissen. Und ich bin gestorben, weil mein Haus auf mich gefallen ist. Oh mein Gott, der hat drei Fische gebracht. Was? Abgabe. Abgabe. Gebe ab. Ich bin fast tot. Wie gebe ich ab?
Keine Ahnung. Mach einfach ein Feuerchen und nimm dir dann. Hier, bei deinem Haus. Damit dein Haus auch schön brennt. Können wir irgendwie eine Fischreuse oder irgendwas bauen? Ich bin so ein dummer Wichser. Warum? Ich habe gerade mein rohes Fleisch gegessen, anstatt zu braten. Ich wollte es braten. Guck, ich hab ganz viel. Siehst du das, Max? Das ist heftig. Okay, dann lass Kelvin die ganze Zeit nur Fische holen. Dann können wir uns immer Fische bei ihm abholen, okay? Ja, weißt du, was der Kelvin heißt? Jetzt steht auf seinem Namensschild drauf, Kelvin. Echt? Und das ist so ein guter Plan. Kelvin ist jetzt der Essens-Guy. Ja, ja. Die ganze Zeit schon. Ich schick den nur los. Das ist mega gut. Nonstop sage ich, hol Essen, hol Fische. Ich habe bis jetzt erst einen Stamm in den Boden gerammt. Ich bin genauso weiß wie G-Time. Und dem sein ganzes Haus ist einmal gestanden und einmal abgerissen worden. Ich bin auch One HP, Alter. Was ist unsere Damage-Anzeige? Diese Faust, dieser Bizeps da unten rechts. Weiß ich nicht. Der ist jetzt so halb rot bei mir. Hab gefühlt. Bei mir auch. War er vorhin aber nicht. Ich hau mir einen Fisch rein, ne? Und Max. Kann ich auch schon einen? Ja, und du musst den Kopf abbeißen. Das musst du mir versprechen. Ich kann das ganze Holz auch nicht mehr zum Bauen nehmen. Warum nicht? Ja, weil das anscheinend irgendwie beschädigt ist oder so. Gib's mir. Boah, wow, Fische sind stark. Habt ihr noch einen übrig? Da, ja, einer liegt noch. Komm, nimm den. Okay. Ich schicke ihn wieder los, wieder Fisch holen. Bleib mal stehen, Keule. Also kann ich hol Fisch mir geben. So, wo? Ach, hier. Kann man dieses direkt verzehren? Feuer. Nein, okay. Nein! Oh. Ja, das Holz hat Risse drin. Oh, jetzt kannst du es nicht mehr benutzen, oder was? Fisch am Feuer ist noch einer. Schnell, bevor der verpackt ist. Ihr müsst für Headshots gehen bei den Gegnern. Ich hab den gerade getötet. Ich kann nicht hören. Ich hab ihm seinen Kopf abgeschlagen. Dadurch ist er gestorben. Egal. Halbe ich Essen in den Rucksack. Warte mal. Durch was, Rumatra? Zu viel durcheinander. Wenn du auf den Kopf zielst, dann kannst du ihnen den Kopf abschlagen und sie sterben instant. Wollte ich euch nur gesagt haben. Falls ihr Interesse habt, die Fights einfach zu Danke. Wenn man auf den Kopf zielt, sterben die instant, weil man den Kopf abschlägt. Mit was aber? Mit der Axt oder was? Ich hab mit der Axt geschlagen, ja. Ja, okay, das ist vielleicht aber auch ein Crit einfach, weißt du? Vielleicht war es ein Crit, aber der ist echt gestorben, ne? Okay, guter Tipp. Also ich hab den, also so schnell habe ich bis jetzt noch niemanden hier getötet in dem Game. Außer mit der Axt halt gerade und ich habe ihm den Kopf abgeschlagen. Ganz schön blutig, so ein Eichhörnchen abzustechen, Alter. Ja, ne? Sag mal, was machst du da? Reparaturwerkzeug, jetzt sind sie wieder heil. Die Baumstämme? Ja. Du hast ein Reparaturwerkzeug? Ja. Ey, Max, hab ich euch gesagt. Das ist am besten, glaube ich, von uns allen. Das nervt gerade ein bisschen. Aber ich kann hier nicht weiterbauen. Das fuckt mich so krass ab. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Ich werde gleich, wenn ich ganzen Dings dran gesetzt habe, direkt gucken, ob es irgendwie hier solche Spitzfehler gibt, die ich hier in den Boden rammen kann. Ich werde hier keinen von diesen Kannibalen mehr an mein Haus lassen. Das ist geil. Ja, Kelvin halt ist zurück. Ohne Fallen geht nicht. Ohne Fallen geht nicht. Junge, ihr sagt, bei dir laufen welche rum, G-Time. Ich drehe mich um und plötzlich fällt mein ganzes Haus auf mich drauf. War ein bisschen witzig, musst du sagen. Ich hatte gar keine Chance zu reagieren. Nee, das sind beide meine. Die hab ich gemacht. Die hier rechts Holz rüber. Gefällt hier. Und hier, hier kommt jetzt auch Holz fällen. Ja, okay. Das ist dein Ziel. Ja, glaub ich dir. Oh, da fällt ein Baum. Ich hoffe nicht auf G-Time. Achtung, G-Time, Achtung. Wo sind Stämme? Hier, quer über den ganzen Weg hier. Das sind deine. Ich habe schon so geisteskrank viele Bäume gefällt und mir wurden alle Stämme geklaut. Das ist so assi. Hä? Ich glaube, du laberst einfach scheiße, ne? Ja, glaube ich auch. Ich habe bis jetzt 5 Stämme insgesamt überhaupt verbaut. Ja, vielleicht auch nicht von dir. Jetzt habe ich. Kann man irgendwie hier das steuern, wo der was hinsetzen soll? Ich bin so am Haus bauen. Wahnsinn. Ich auch, Alter. Ich bin auch die ganze Zeit Essen fürs Team. Das ist geil. Aber man kann mehr Stämme tragen. Das ist echt gut gerade. Wie viel gibt denn so ein Eichhörnchenfleisch? Zeig mal. Was ist denn eine Tür? Gibt's auch eine Tür? Ist das groß genug? Eigentlich ja, ne? Boah, nicht, dass das so wie bei Green Hell ist, sobald zu viele Sachen hier rumliegen, dass das voll leckt. Kann sein. Würde ich dem Spiel komplett zutrauen. Ja, ich auch irgendwie. Mir ist meine ganze Bude abgehauen! Aber ihr habt das Holz, das ist immer nur so halb so wild, ne? Das Holz ist ja da. Ich weiß auch nicht, wieso die Hälfte von uns in der Luft baut, Alter. Das war so. Nee, das ist scheiße. Warum geht denn mein Holz kaputt? Wie die Hälfte in der Luft baut.
Ja, du baust in der Luft, Sebo baut in der Luft, Alter. Ja, aber es war doch, es gab doch gar keine Regelung, wie wir bauen sollen. Es hieß einfach nur, jeder baut sich seinen Unterschlupf. Ach so, ja, das ist cool. Ich sag doch nur, ich versteh's nicht. Ja? Ach so. Meine Aussage war, ich versteh's nicht, warum ihr das macht. Ja, ist doch geil, ein Baumhaus ist doch cool. Ist echt cool. Wir haben einen auf der Insel, ein Baumhaus. Einer baut nach V-Plan. Wenn die jetzt nochmal mein Haus abreißen, dann werde ich umplanen, weil dann ist Baumhaus scheiße. Ja, dann mache ich auch nicht mehr. Ey, die Axt macht viel mehr Damage als der Speer übrigens. Ich habe jetzt nochmal getestet und die Axt tötet deutlich schneller. Erfahrungsbericht von dem Roman. Bist zu müde, deswegen kann ich. Du siehst doch, wenn du über die Gegenstände drüber gehst, auch wie viel Schaden die machen. Ja, von mir aus, dann hast du da recht. Ich meine nur, vielleicht hat die auch deutlich mehr als der Speer. Das kann sein. Das Ding ist, ich hatte eigentlich geplant, du kannst hier so das Baumhaus mit den Plattformen und so verbinden. Das hätte ich gern gemacht. Das ist alles kaputt. Mit was verbinden? Mit was verbinden? Ja, du kannst mehrere Plattformen bauen und die dann miteinander verbinden und so. Aber das Problem ist, dass Trimax mein Nachbar ist. Ah, schade. Könntest du noch umziehen? Ich helfe dir deine Sachen in meinen Nein, ich hoffe einfach, dass die Bäume nachspawnen. Oh, ach so, das meinst du, die spawnen nach. Ja, ja. Boah, wenn er jetzt mein Haus zerstört hätte, der Baum, dann wäre ich echt. Ich bin gerade so am Rocken. Ich komme gerade auch gut voran. Kacke. So, wo gibt's denn jetzt? Schade, dass man nicht laufen kann, warum Quick Inventory, das ist auch ein bisschen klobig. Leider. Ich habe keine Ausdauer mehr, was muss ich dann machen? Ich hab tatsächlich Äste verloren. Oh mein Gott, ich bin so dumm, ich erschrecke mich jedes Mal bei demselben Scheißkerl. Der sieht aus wie eine Leiche. Und dann gehst du hin und auf einmal platzt er dir ins Gesicht. Scheißkerl. Gott, Alter. Ja, frisst das Ding. Aus Versehen X gedrückt. Ich wüsste nicht, warum ich X drücken sollte. Ja, Renno, du scheiß hässlicher Kackkerl, Alter. Ich dachte kurz, das wäre das Reh, Alter, was verblutet ist, aber es war einfach nur ein Mutantenarsch. Muss man einen Boden machen? Nö. Doch, aber guck mal kurz, wie das von mir aussieht. Dann ja, sieht dann geiler aus, ne? Ja, guck mal. Kann ich nachträglich noch einen Boden machen? Ja. Ich würde den Boden als erstes bauen. Wirklich. Sag mal wie? Komm her, ich zeig's dir bei mir. Live-Demonstration. Jetzt sofort. Ich bin gerade dabei, den Boden zu bauen. Sag mir nur die Taste. Du machst C, linke Maustaste, dann machst du C, dann machst du E und dann machst du nochmal linke Maustaste. Boah, du machst das hier echt schon cool. Erzähl mal. Guck mal, du nimmst einen Baumstamm. Also als erstes baust du ein Fundament, habe ich gemacht. Guck mal, drei so Stelzen. Drei so Stelzen baust du. Mach ich nicht rein, Alter? Musst du nicht machen. Ja, ja. Und dann spaltest du den Baumstamm in zwei, nimmst den halben. Wie? Oh, guck, warte. Stell dich mal hin und dann siehst du so eine rote Linie in der Mitte. Komm her, zu mir. Ich komm mal zu mir. Oder ja, sehe ich. Und jetzt linke Maustaste. Boah, jetzt hast du Boden. Ey, danke. Aber, ey, was? Das ist mein Baumstamm. Ja, komm, ich bin gekommen. Nimm ihn. Danke. Du bist gekommen, dann habe ich dir gezeigt, wie es geht, dann nimmst du meine Baumstämme. Ich weiß nicht, was das jetzt, wieso das ein Argument dafür ist, aber nimm ihn, komm. Mahlzeit, Jungs. Gibt Abendessen. For real? Zu mir. Oh mein Gott, ich habe meinen ersten Boden gebaut. Es hat nur 9,5 Stunden gedauert, bis ich den ersten Boden in Forest 2 gebaut habe. Ich habe Abendessen gekocht fürs Team. Ich komme mal vorbei. Ich komme jetzt vorbei und bedanke mich recht herzlich. Also wenn ihr zu spät kommt, dann habt ihr kein Essen. Pech. Ich bin auf dem Weg. Und dann seid ihr mega sauer, weil ihr schon wieder sagt, ey, ich hab Hunger. Das ist ja so geil, Alter. Wo gibt's hier Essen? Zack, einmal for free Essen, einmal ran, gekochter Fisch, ist klasse. Gut, den Kopf abgebissen, Kevin, das hab ich gesehen. Das ist der Hammer, du bist der... Hier ist immer noch Essen, aber es brennt langsam weg. Ich glaube, Reapers hat sich jetzt geholt. Gut, super lecker, danke, Mann. Hier mal eine Runde im See schwimmen, damit mein Blut weggeht, was ich an mir habe. Der verschwindet immer am Boden, er ist der Beste. Oh, ich bin echt müde inzwischen, ne? Ich glaub, das bei mir blinkt das die ganze Zeit, die Müdigkeit. Auch. Aber das ist schon seit den Schildkröten! Tag. Ja, töte sie doch. Können die was essen geben? Glaube nicht. Aber doch.
glaub schon. Oh mein Gott, Schildkrötenfleisch. Wie geil ist das denn? Du haust ja einfach eine Schildkröte rein. Aber Schildkröten wehren sich gar nicht, ne? Die rennen null, nicht die macht nichts. Die geht in den Panzer und guckt dumm. Ja, die sind zwei doof. Schildkröten gegessen. Geil, Mann. Junge, schlagt mit der Axt den Leuten ins Gesicht, dann sind die sofort tot. Tut es. Ich sag's euch jetzt nochmal. Wenn ihr jetzt weiterhin den Speer benutzt, dann kann ich euch nicht mehr helfen. Ich tu dreimal rohes Fleisch auf Reapers Feuer. Dreimal. Du kannst ja wieder mitnehmen, dann ist er auf Hand, weißt du? Auf Tasche mi Masche, sagst du? Ich sag immer Tasche mi Masche, ja. Oh, hier ist ein Landfisch. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Der ist einfach an Land. Ein Landfisch? Ja, der war hier. Ich beiß den einfach kaputt. Diese scheiß Stelzen bauen, da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Das geht aber super fix. Und wenn du auf Flachen bist, dann musst du auch nur eins hochbauen. Das heißt, mit einem einzigen Baustein baust du vier Stelzen. Boom. Echt? Ja, ein Baumstamm sind vier Stelzen. Geh mal hier rüber. Wie machst du das denn? Da muss man sich auch so hinstellen, dass du dann so dran stehst, ne? Genau, du stellst dich hin, dass es so ist, wie als würdest du gerade halt sowas abschlagen. Weil es ist wirklich sehr, sehr immersive, wie die ganzen Leute sagen würden. Essen ist genug da, ne? Also wer jetzt Essen braucht, der hat Hunger, ja. Wer braucht noch? Also ich bin fast voll, ach, aber ich glaube auch nicht, dass das Essen bei mir jetzt leer geht, bis es dunkel ist. Ja, es geht halt auch, es hielt halt auch, das ist das Krasse bei Essen. Muss ja, man dann nehme ich noch was, wenn noch was da ist. Ja, du musst sie dann mit, genau, du musst, genau so ist richtig. Und der nächste, den du platzierst, der snappt dann ran, hast du gesehen? Ah ja, hab's gesehen, ist echt sehr geil. Okay, wie der Baumstämmen. Ist geil drauf, aussieht, ich muss nur kurz warten. Ja, bauen ist geil, oder? Ich find's gerade, also das Bauen. Den einen hier kann ich essen, ne? Wenn der, nee, die sind alle noch roh, glaube ich. Hey, das eine ist zerfallen, weil. Der ist roh, der ist roh. Geil. Die sind alle roh, die habe ich gerade draufgelegt, vor einer Sekunde, alle drei. Warte kurz. Die werden so braun, siehst du. Nimm auch alle gleich mit, nimm die auf Hand einfach. Einfach mit E antippen, dann. Hier ist so ein Wichser, so ein Scheißkerl. Ich hau meine rein. Ich kann die auf die Hand nehmen, wenn ich einfach nur kurz E drücke, immer, ne? Ja, gedrückt halten ist sofort essen. Boah, dauert aber ein bisschen hier so eine kleine Hütte zu bauen, ne? Ja, so 56 Stämme ist echt krass. Komm mal runter, du Sack. Runter! Geil, wie der den Kopf immer abbeißt. Ja. Ja, ne? Wie der Fisch auch noch voll leidet, voll geil. So würde ich echt mal gern einen jetzt im echten Leben essen. Mit Kopf auf abbeißen, sagst du? 5 ja. Subs, wenn du das jetzt sofort machst. Ja, besorg mir einen. Romata, wie kann ich jetzt den anderen Stuff darauf platzieren, den Boden? Du musst jetzt als erstes einmal einen Gerüst bauen, so 4x4 mit 4 Baumstämmen. Und dann baust du dein... Das siehst du jetzt, wenn du hingehst? Ah ja, okay, jetzt muss ein richtiger Baumstamm drauf, ne? Jetzt muss ein richtiger Baumstamm drauf, in so einem Vierecksmuster, wie du es bei mir siehst. Und dann kannst du das machen, was du bei mir gemacht hast. Ey, wie geil ist das, dass hier auch so Adler und so oben in der Luft die ganze Zeit rumfliegen? Ja, und ich wünschte, also das Spiel ist, fühlt sich auf jeden Fall lebendiger an. Ja. Ich hab's dir gesagt, Kevin, dass das Problem des ersten Teils war. Ganz dolle. Vor einem Jahr aber schon. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Steigerung vom ersten jetzt zum zweiten ist doch geil. Ja. Also da sieht man auch, dass das Studio wirklich mit dem Erfolg, den wir hatten, jetzt was gemacht haben. Mhm. Ich finde, es fühlt sich jetzt auch noch mal besser an, den ersten Teil gespielt zu haben davor. Weil wir haben jetzt direkt den Vergleich so. Wir haben jetzt instant so, oh, so war es gerade und jetzt ist so viel geiler. Es ist wie, als hätten wir irgendwie 10 Jahre einfach geskippt. Das stimmt. Gewitter. Unwetter. Eingeborene. Die kommen irgendwie immer bei G-Time. Voll assi. Er hat sich wahrscheinlich sein Baumhaus neben so ihren Lager gebaut. Und hier decken ihn die ganze Zeit jetzt. Einfach über das Lager drüber gebaut, das Baumhaus. Denkst du so, hä, warum leben die hier unten? Was, wer macht da? Wer baut da über uns, Alter? Dann geht's doch raus, hä? Ich denke, die kommen eher hier hinten die ganze Zeit, weil ich hier die Bäume auch am Fällen bin. Ja, Bro, wir sind die Bäume überall am Fällen, guck ich mal um. Ja, ich bin fertig. Ich hab nichts mehr. Es kann sein, dass hier hinten irgendwo in der Nähe ein Lager ist. Geil.
Man muss die echt immer mit G ablegen, die Baumstämme, ne? Man darf die nicht irgendwie mit Linksklick irgendwie ablegen, weil dann sind die einfach platziert. Das Ding ist, wenn wir müde sind, haben wir halben Ausdauerbalken, denke ich. Das ist, also sieht sehr, aber sehr was wollen wir machen? Aus. Also, oder? Wir können es ja nicht changen, wirklich. Also meiner ist etwas über der Hälfte. Was will das Spiel? Wir sind halt voll doll pennen gegangen. Keine Ahnung, was die noch wollen. Habt ihr das manchmal auch, dass wenn ihr so in die Nähe von Gebüschen kommt, dass sie einfach so random aufplappen? Da sind Gegner drin normalerweise, ja? Ja, bei mir ist da keiner drin. Dann check ich nicht. Dieses Game sieht auch, wenn es regnet, so krass aus. Ich mach gleich mehr. Ja. Wenn das weiter so flüssig läuft, baller ich Einstellungen auf maximal hoch. Ich hab die ganze Zeit auf maximal. So. Leute? Ja? Ja? Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich. Guck mal, Sie sehen mich ja, wo ich stehe, oder? Ja, wir sehen dich. Seht ihr mich alle? Ja. Hier ja. Steht ein scheiß Helikopter! Oh. What the fuck? Kurz zu GT. Lol, ich sehe ihn. Alles Reapers kurz. Hey, ich stehe einfach ein Reaper. Hä? Wie können wir so doll bauen, den Helikopter nicht sehen? Seit 2 Stunden, Alter. Wir sind auch Knisten, sau viel Loot, Granaten und sowas, alles. Einmal looten, nicht vergessen. Druckerharz 100, lecker. Mein Inventory ist immer voll, das nervt. Nimm da alles raus, Sachen, ne? Nicht mit den Sachen, die da liegen, glaube ich, oder? 3 Kisten waren das. Mach die alle leer. Die werden so gesaugt, Alter. Ich hab nur 2 gefunden. Ist da noch was in dem Helikopter drin? Wer von euch hat noch nicht Vollessen auf Hand? Auf Hand sogar. Ich habe noch nicht Vollessen auf Hand. Ja, ich habe auf Hand gar nichts. Okay, dann hab ich auf Hand auch gar jetzt nichts. Essen einmal. Okay. Junge, an mir, bei meinem Ding, bei meinem Feuer, jemand, der noch nicht voll auf Hand hat, nimmt sich Fisch. Komplett. Aber wie nimmt man das weg, ohne es zu essen? Einfach nur antippen, nicht gedrückt halten. Ah. Ist schon fertig, oder was? Nee, noch nicht. Warte kurz, es geht ganz schnell. Und das hat das bringt Fisch. Alles der Typ, der gerade angelt, oder was? Ja. Ich habe aber auch 3 Rohe reingeschmissen. Ey, das ist voll geil, dann können wir den für die Nahrungsbeschaffung benutzen. Weil ich finde Nahrung eh nervig, muss ich sagen. Also das ist ein Aspekt, der macht mir auch gar keinen Spaß in Survival Games. Den finde ich ein geil. Nahrung beschaffen? Die ganze, du müsstest dich jetzt hier hinstellen und fischen, händisch. Und dann müsstest du das immer braten. Das Minecraft zum Beispiel ist ganz cool, aber in vielen Games zackt das, Alter. Also hier finde ich es auch nicht so geil. Also wenn man das jetzt irgendwie anbauen könnte oder mit einer Angel fischen oder so, dann fände ich das schon geil. Ja, aber da sind wir halt noch nicht. Ich denke, dafür ist der auch da. So, weißt du, am Anfang. Später geht's bestimmt viel effizienter noch. Wer hat noch nicht voll essen? Gebratenes ist jetzt da. Also müsst ihr ich jetzt abholen. Ich hab mir gerade gegönnt. Mir geht's okay, super dann eigentlich. Sebo einmal her. Ich stell komm, ran. Ja. Und hier am Feuer. Alles Fisch auf Hand nehmen einfach, was du nehmen kannst. Hat jemand gelbe Blumen irgendwo gesehen? Gelbe Blume? Gelbe... Warte, wer war das? Das war Max sogar, ne? Ich war das. Ach, das. Okay, sorry. Jetzt jemand schon wieder Holz geklaut. Jetzt reicht's mir, jetzt nehme ich mir auch Holz. Minecraft war's, oder? Nein, schlecht. Scheiße. Ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott, Jungs, gelbe Blume. Ich war voll euphorisch. Ich hab's auch. Also, gelbe Blume hat mich aus dem Leben gekickt, als ich's gehört hab. Aber welches Game war das, hä? Komm, das schaffst du. Oh. Survival Game auch. Haben wir gespielt zusammen. Oh, Dingens, ja, ich weiß es, hier, Raft. Ja, Raft war's, ganz genau. Raft war die welbe Blume, Alter. So, oh mein Gott, Jungs, eine welbe Blume, was eine ist das? Eine welbe Blume. Ich kann einfach nicht lesen. Ja. Sebo, du bist verdächtig lange ruhig. Ja. Statement. Nee, ich hab alles genommen. Was? Nee, ich hab voll den Fehler gemacht. Der geht wie? Das war nur eine Plattform, die ich hier gebaut habe. Ach so. Ja, aber kannst du auf der Plattform jetzt nicht weiterbauen? Nee, der Baum ist nicht hoch genug. Oh nein. Ich hab mein Baumhaus fertig. Was geil. Echt jetzt? So schnell? Ja, aber dauert Blueprint nicht gebaut. Lange. Blueprint-Bauer. Ich bin auch Blueprint-Bauer. Und steht so. Ist in Ordnung. Ich will einfach nur schlafen, kacken, essen, fertig und dann will ich auch weg und umgehen. Oh. Muss ich aber gleich noch ein bisschen gedulden, weil ich glaube, ich brauche für mein Haus noch ein bisschen. Ganz ruhig, ganz entspannt. Ich habe hier genug zu tun, ja. Ich will noch essen fürs ganze Team. Jeder soll immer 3 Cooked Fish auf Hand haben. Ja. Und dann bin ich zufrieden.
Die Soundkulisse auch beim Gewitter ist einfach ultra gemütlich. Der Regen hört sich übel gut an. Ja, das sieht auch einfach übel geil aus immer noch. Muss ich ein paar Mal sagen noch. Leider, sorry. Okay, oh, sollen wir schlafen? Ja, schlafen gehen einmal, wäre auch mein Call gerade. Alle wieder sammeln. Erstmal speichern wieder, ne? Ja. Wieder alle zum Bett? Alle zum Bett. Ja, ich kann an meinem Baumhaus pennen, ich hab hier ein Bett. Dann haben wir zu G-Time. Übernachtungsparty bei G-Time. Hä, hatten wir nicht hier ein Zelt? Ey, wenn jetzt mein Baumhaus gleich wieder einstürzt, weil 5 Leute hier oben drin sind. Übernachtungsparty bei G-Time. Okay, wenn mein Baumhaus einstürzt, werde ich Trimax sein Haus abreißen zur Strafe. Was ist das denn? Oh, die ist voll schöne Blondine. Die hab ich ja, aber die drei gesehen. Arme, ne? Und drei Beine. Die töten wir nicht, die töten wir nicht. Nee, töten wir nicht. Die töten wir nicht. Zu G-Time. Alter, wie cool. Was ist für ein nices Haus? Geil, ne? Hier ist das Bett in der Ecke. Alter, ist sogar hübsch schon. Sogar mit LEDs, hä? Echt LEDs? Hübsch. LEDs? Ja, aber er mit seinem mit Feuerzeug. Mitte. Ach so. Okay, speichern. Hinterher. Und Y. Chat will, dass ich der Frau hinterher renne. Warte, ich komm nicht hin. Ich komm nicht ran. Ich komm nicht ran, ihr macht so viel Platz. So, jetzt. Warte, speichern erstmal. Y, ja. Y, schlafen. Das war so ein richtiges Frick. Oh, also hier ist die Aussicht. Es wird weitergebaut. Geile Sache. Da ist ein Lager neben Kevin sein Baumhaus. Bitte? Nix. Ah, so steckt man das ein. Ja, du bist die Blöde, ne? Denk dran. Ja, hab ich ganz doll. Ich kann die einfach aus dem See trinken, ne? Ja. Der ist nicht gewachsen. Ich trinke auch erstmal was aus dem See. Habe ich auch. Schmeckt sehr gut. Wie viel muss man trinken? 2-mal. War eine geile Übernachtungsparty bei G-Time, stimmt. War nicht chillig. Da ein Besuch hat er auch mitgebracht. Die ist aber irgendwie abgehauen, als er uns gesehen hat. Fand ich ein bisschen seltsam. Er hat irgendwas geschrien. Ah, der wird angegriffen. Wie das eine geht dein Haus? Mein Haus. Drei Beine, drei Arme. Weiß nicht, wen G-Time da manchmal einlädt zu sich. Haben wir geschafft, sehr gut gespielt. Hey, wieso kann ich jetzt nicht platzieren? Oh mein Gott, muss ich jetzt mit einer Lücke in meinem. Ah, doch. Boah, ich bin eigentlich sehr zufrieden gerade, wie das hier läuft. Ja, oder es geht gut voran. Warum nicht, Sebastian? Ich habe einfach jetzt die ganze Stunde umsonst Holz gesammelt. Bau woanders. Warum? Guck mal, wo er da ist. Hier war das nur eine Platt. Oh. Was? Jetzt schreit war das jemand. Nur eine Platt? Eine Plattform. Guck mal, er hat nur eine Plattform. Das ist halt da wohnt Sebo. Guck's dir an. Auf diesem einen mickrigen Baum auf dieser komischen Insel. Ja, sieht schon shit aus. Ey, weg von meinem Scheißhaus, da habe ich 1,5 Stunden für gebraucht. Da ist die dreibeinige Frau wieder. Oh, ich freu mich jetzt mit der an. Warte mal. Ja. Pflanzgefäß. Wo ist die denn? Töte die mal nicht, Max. Wirklich nicht. Ich töte sie nicht. Da, die ist bei Reapers. Die ist direkt bei Reapers. Ich bring die um, wenn die bei mir ist. Die ist voll bei Reapers. Die wir knacken umsonst, Alter. What the fuck? Gibt bei uns nicht. Gibt's nicht. Muss zahlen. Muss echt zahlen. Kann wie Kelvin Fische holen. Kevin, so am Fisch holen, der Mann, Alter, ist der geil. Macher, Kevin, Macher. Guter Mann, der hört auch gar nicht mehr auf, Fische zu holen, by the way. Komm her, mit dieser Maske sehe ich echt viel besser aus auf einmal. Ich komme nicht mehr aus dem Wasser, was ist denn jetzt los? Wir können sogar Fischreusen bauen. Oh, echt? Die will ich doch genau bauen. Du kannst auch Kästen machen, wo du Sachen anpflanzt und so, gedacht, ne? Ich hab die Maske funktioniert vielleicht. Was? Ja. Hä, wieso wusste ich das nicht? Wieso sagst du mir das jetzt erst? Oh, Fisch, hä? Na, nicht raw sein. Kann man die platzierten Hölzer auf dem Boden auch irgendwie wieder aufheben? Mit C. Randstellen C gedrückt halten. Ah, danke. Bitte sehr. Ey, man kann sogar flitschen! Wer ist ein Flitschen?
Fuck. Sebo. Ich glaub wohl. Ich kann Steine zu euch rüberwerfen. Also wenn jemand frühstücken will, hier ist Fisch. Ja. Nee, danke. Nicht? Okay. Nee. Also ich bin quasi voll. Das Einzige, was ich jetzt machen würde, wäre, wenn keiner was braucht, welche noch auf Hand zu nehmen. Ja, nimm. Liegt. Ja, ich komm. Ich hab fast, was keiner von euch hat, so. Was denn? Ja, so eine Schräge, die hochgeht. Auf die Stelzen. Wirst du hundertprozentig von mir nachmachen. Ich hab auch schon was bei mir, was noch keiner hat, glaube ich. Ich liebe den Schwanzvergleich hier immer, das ist super nice. Ja, das ist echt, das pusht alles, pusht das ganze Team. Wie ist das von mir, Jungs? Wieso? Ich bin schon was richtig Cooles für unser ganzes Lager am Bauen. Geil. Steck rein. Und Rumatra hat was, oder? Ist lässig. Hatte ich tatsächlich geplant, hier links zu bauen. Das ist eine Ballerina einfach, mit drei Beinen. Also die ist wirklich eine Ballerina jetzt, no cap. Okay. Die läuft die ganze Zeit auf den Zehen. Aber das machen, glaube ich, die ganzen Mutanten. Das sind einfach Zehnläufer. Meinst du? Nee, nicht. Guck mal, mein Dach sieht so schön aus, wow. Geht gut voran. Ich wollte gerade meine Waffen wegstecken. Gibt's dafür einen Knopf? G, oder? Ja, G. Ich nehme mich gleich mal bei ihr ohne Waffe in Hand. Ich habe auch schon probiert. Ich habe sogar schon die Maske aufgezogen, bin näher rangegangen, hat nicht funktioniert. Gerne. Aber ich kann es nochmal probieren. Vielleicht stinke ich einfach. Kann sein, ja. Die Ausdauer geht runter, das ist fertig. Meine Bude sieht eher aus wie ein Scheißhaus, wie findet ihr? Finde ich geil, ehrlich gesagt. Ja, oder? Fertig. Bude fertig. Okay. Bude fertig, ey, ich noch lange nicht. Fuck, ey. Brauche ich nur so ein. Jungs, die geben Loot, die Mobs. Der hat mir gerade einen Lederbeutel gegeben. Was? Ernsthaft? Ja, der hat mir gerade einen Lederbeutel gegeben. Öffnen. Hä? Oh, das ist ein Lederbeutel, der ist aber irgendwie aus einem Ohr gemacht oder so. Aber ich hab ihn. Ich weiß nicht, was man damit sammeln kann. Ey, magst du jetzt nicht hier mein Holz abbauen? Hast du nicht deinen eigenen Wald? Bist du bescheuert da hinten? Wir nehmen alle das gleiche Holz. Guck mal, G-Time an, der war eben noch im Wald. Guck mal bitte zu G-Time. Hm? Der war eben noch in einem Wald. Der Wald ist bei G-Time weg. Sein Holz, sagt er. Vielleicht hättest du gar keinen Stelzen bauen müssen, ne? Vielleicht, du kannst, glaube ich, auch die Baumstämme direkt auf den Boden legen und dann da drauf bauen, aber das hat dich jetzt nicht so viel gekostet, da Dinger zu legen. Boah, hat schon viel gekostet. Aber nein, das hat dich drei Baumstämme gekostet oder so. Woher weißt du, wie man die Sachen bauen kann, G-Time? Welche Sachen meinst du jetzt so? Bete? Du drückst B. B, ja? So. Hast du auf der linken Seite das Buch? Mm-mm. Dann drückst du X, Modus wechseln. Hättest du gedrückt. Mhm. Dann nimmt er es auf die linke Seite. So. Und dann hast du da diese Banner. Da gehst du dann auf dieses Pflanzensymbol. Pflanzengefäß? Genau. Oh mein Gott, was? Und dann kannst du das setzen. Und dann musst du nur noch die Materialien reinsetzen. Was? Check ich nicht. Ich will nur einen Boden bauen. Geil. Wo konnte ich denn keinen Boden bauen? Oh mein Gott, das ist so satisfying, das Game. Also wirklich, krass. Das ist geil mit dem Wassertransport hier, wie ich meine Baumstämme rüberschmeiß. Läuft hier eine Frau in Unterwäsche mit vier Beinen bei mir rum? Liebe Sex. Warum ist sie bei mir? Weißt du nicht. Ganz schön übergriffig von dir, Sebo, das so zu interpretieren. Hey, warum? Die war gerade hier kurz, ich so, nee, danke. Max, fäll ich Richtung Wasser, ne? Also wehe, du nimmst mir meine Wasserbäume weg. Das wäre echt assi, du weißt, wie assi das wäre. Weil ich fäll gerade eine Menge. Gut, okay. Wenn ich halt sterbe, ist es deine Schuld, weil ich dann zu tief in den Wald gehe. Geht auch nicht. Ist mir egal dann tatsächlich.
Ich hab echt einen Scheiß-Spot. Hast du echt? Also, das wenn du jetzt ganz schnell wechselst, dann ist es nicht so schlimm, Bro. Hier musst du eben auch nochmal einmal alles von vorne bauen. Ja, ja, das ist nicht schlimm, das passiert mal. Du bist echt weit weg, so zum Traden und so. Boah, da machst du ein Baumhaus auf der Insel, das ist irgendwie doppelt, oder? Ja, ein Baumhaus auf der Insel ist ein bisschen so alles. Okay, die Dinger stehen. Es gibt keinen Karren für Holz, ne? Oder habt ihr den schon gesehen? Also ich transportiere gerade alles alleine. Einzeln, das nervt ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Hey, warum kann ich das nicht mehr so machen wie vorher? Ich glaube auch, das, was du gerade machst, macht nicht so viel Sinn, Max, oder? Du kannst die Baumstämme doch einfach an der Seite hochstapeln, so wie sie, so quer, weißt du, was ich meine? Ich glaube nicht, dass du da nochmal ein Gewiss bauen musst für. Könnte mich natürlich auch irren. Lass mal echt gucken, ob die Bäume wiederkommen, wenn wir die Baumstämme nicht abreißen. Aber ja, ja, nicht, ne? Ich reiß die nicht ab, ich reiß die nicht ab. Wir brauchen die, die müssen wiederkommen. Aber zumindest sind die im alten Teil sind die wiedergekommen. Aber wenn die jetzt nicht wiederkommen, wäre natürlich Gigabruch, ne? Weil dann sieht sie aus wie Scheiße. Dann wird hier einen schönen Platz am See gesucht und dann. Kann ich da halbe reinmachen? Dann heißt das nicht mehr The Forest, dann heißt das The Lake, Alter, wo wir sind. Ja, ja, das ist so. The Land. Leute, ich habe hier einen Endgegner gefunden. Dan Boss ist bei uns. Dan Boss ist bei uns. Der Typ ist 2 Meter groß, hat eine Keule in der Hand und jagt die schöne Frau mit 3 Beinen. Nein, dann retten wir die schöne Frau mit 3 Beinen jetzt. Los geht's. Der Typ hat eine dicke Keule und ist so groß wie Trimax in Real Life. Hä? Sag mal, ja. Ich komm jetzt zu dir, zeig's mir. Ich will nicht mit dem spielen. Mit dem will ich dieses Spiel nicht spielen. Wo ist der? Dahin. Der jagt die Frau? Trimax hinten. Komm, wir töten ihn jetzt. Kein Essen. Ich hab keine Power mehr. Trimax einfach. Du willst gegen Trimax kämpfen in Real Life? Ja, ich würde jetzt gegen Trimax in Real Life kämpfen. Der macht die an. Ich hab kein Essen mehr. Ist das Dude, ich greif ihn mal nicht an. Vielleicht will er gar nicht kämpfen. Oh mein Gott, oder? Digga. Ich hab einfach einen Snickers im Inventory. Du hast recht, ja, chill doch. Warte, ich probier mal was. Ich zieh mal die Mütze an. Oh, jetzt ist er sauer. Oder? Warte mal. Zieh mal die Mütze an. Einer von uns. Das juckt den nicht. Das bin ich. Das bist du. Ja, lass den mal in Ruhe. Oh mein Gott, ist der groß. Warum hast du ihn jetzt angegriffen? Der kann mir mal einen. Hä, der mit der goldenen Maske, der ist doch friendly! Oh, der ist friendly. Lass ihn mal in Ruhe. Lass den mal, der hilft uns! Disengage. Der ist nicht friendly! Der ist nicht friendly, tötet ihn! Nein, der ist friendly! Ja, der hat auch dem Trailer geholfen! Der hat geholfen im Trailer! GG, hab gewonnen. Der lebt noch. Der lebt noch, lass ihn mal. Nein! Der ist am Leben, egal. Der war echt im Trailer, ne? Mit der war im Masse Trailer und hat geholfen. Daneben geklickt, sorry. Wieso macht er den Kopf ab, Mann? Ich hab mich verklickt einmal. Warum kann man seine Keule nicht nehmen? Ich nehm sein Bein noch. Digga, der ist wie Kelvin Verbündeter. Oh, nein, Scheiße. Ist er nicht. Ich glaube, die Frau ist eine Verbündete und die müssen wir auf jeden Fall beschützen. Der Typ hat im Trailer Baumstämme für eingeschleppt. Halt deine Schnauze jetzt! Das stimmt. Bitte nicht spoilern, Mann. Was soll denn das? Nicht. Der Trailer geht nur 30 Sekunden, Mann! Nicht Bro. Gesehen, den Trailer, wo ja. Der das macht. Wahrscheinlich, ich glaube, der war wirklich friendly. Ich glaube, war der friendly. Du musst bestimmt irgendwas machen, damit der friendly wird. Aber der ist nicht friendly von Grund auf. Das ärgert mich jetzt. Ich glaube, der war friendly. Ach, halt's Maul jetzt. Kann ich auch halbe reinmachen, stimmt das? Lass ihn am Leben, sein Kopf ist weg. Ich dachte mir ja so, ja gut, Arm ist ab, aber kriegt man noch hin und dann schneidet er den Kopf ab. Egal, wir machen einfach Bad Ending jetzt, so scheiß drauf, ist vorbei. Lass die Frau auch einfach umbringen. Bad Ending ja, so oder so immer besser. Das gesagt. Nee, Mann, ich hasse es, die NPCs umzubringen. Irgendwie fühle ich mit denen, ich weiß nicht wieso. Wenn du selbst einer bist, du ein Wichser. Ah, das war der Witz tatsächlich. Danke, dass du ihn nochmal erklärt hast. Aber auch sauber. Richtig. Gut. Let's go. Ich bin gerne da auch für sowas, weißt du? Ich muss jetzt gucken, wie man dieses geile Ding bastelt. Wo kann ich alle Rezepte nochmal sehen? Ich hab's schon. Ich hab eine Rolli aus dem Fleisch. Chicorée? Max? Ja? Ich brauch dich. Warum?
Du musst mir was erklären. Mach ich. Ja. Aber noch nicht. Ich hab, bin hier gerade an was dran. Okay. Ich will gerade ein vollautomatisches... 30 Sekunden bei mir treffen. Oha, was? Ja, ich komme, aber gut. Ja, 30 Sekunden. In der Zeit fäll ich hier noch einen Baum. Gab's nicht Bretter? Bin da. Ja, ich brauche nicht mehr lange. Ja, 15 Sekunden. Ja. Bei mir zu Hause, nicht hier, bei mir zu Hause. Hier, oh. Du hast doch diesen ebenen, geilen Boden gemacht. Den brauche ich jetzt da vor, bei mir vor der Bruchbude. Wie mache ich den? Zeige ich dir. Hier, den hier. Also bei dir, du hast ja auch so Ebenen. Hier will ich auch so ebenen Boden. Willst du Stelzen oder willst du Boden? Boden. So wie bei dir einfach. Du spaltest die, glaube ich, oder? Das weißt du schon. Geht das? Nee, das habe ich noch nicht gesehen, krass. Nee, geht nicht, nehme ich Rumatra. Du hast scheiße gelabert, aber man braucht die Stelzen, Rumatra. Sicher? Nein, nein, du kannst. Hast du mal ein Viereck? Hast du mal einen Viereckboden gelegt einfach mit den. Mit ah, den leg mal einen Viereckboden, mach mal einen Viereck. Danke. Wie passt du hast zwei? Nimm, mach mal ein Viereck. Okay, Also bevor du sagst, Schaber scheiße, dann mach erstmal, was ich eigentlich vorhatte. Ja, ist nicht scheiße gelabert, ist richtig. Danke, danke. Geht. Und jetzt nimm's zurück, sag, tut mir leid. Halbe. Ja, war falsch. Okay. Halbe geht. Boah, was? So viel Holz kostet das, so einen simplen Boden zu machen? Ja, ist schon ein bisschen grindy hier, das Bauen, Reapers. Ja, was finde ich gut. Hab ich dir jetzt geholfen, Reapers? Finde ich geil. Was hast du? Die Baumstämme hab ich geholt. Ich hab jetzt einfach zwei Baumstämme geholt, halbiert und deinen Boden gelegt. Oh mein Gott, Alter, hier, bitte, nimm. Nein, ich wollte nur sagen, es war geil von mir. Hier liegt. Nehm ich. Oh, wie stark ich bin. Ich kann einfach Bäume, Baumstämme geworfen. Werfen. Ey, Mann. Aber das Haus fand ich jetzt noch nicht stabil, als wir es hatten, ehrlich gesagt. Und wo gibt's Fenster und sowas? Musst du selber reinschlagen. Musst du selber. Das ist ja cool. Oh nein, wenn ich so ein Brett schon mal platziert hab, so einen Stamm, kann ich den dann nicht mehr wegkriegen vom Boden? Doch. C gedrückt halten. Boom, Alter. Mann, ich hab verstanden schon. Crazy, oder? Ich sag euch, was die starken Blumen sind, okay? Belbe, eine Belbe Blume. Chicorée und Pfeilblatt. Gelb und weiß. Oder hellblau. Gelbe und weiße Blumen, brauchen wir die für irgendwas? Ja, die sind stark. Ach so, da hinten waren ganz viele. Ich hab die ganze Zeit gegessen. Ist so Blumenkeule? Ja, wegen Hunger. Ich hab unendlich Fisch. Wofür brauchen wir die Blumen? Energiesaft kann das machen. Kann man daraus herstellen? Hm. Dann mache ich welchen gleich. Ich brauche Essen. So. Essen haben wir unendlich, ne? Lederbeutel collected. Wo, wie, kann ich da einfach immer hingehen? Wieso, wo ist unendlich Essen? Da liegt, hier liegt Fisch. Hier liegt gebratener, glaube ich, also, noch hier. Guck mal, der das hier. Nur der Bausystem ist hier. So gut geworden. Siehst du alle roh aus? Matra, können wir mal festhalten, wie geil das Bausystem ist? Ja, raw Fisch. Ist es wirklich. Ich weiß. Ich finde es unglaublich. Wenn man den Vergleich zum ersten Teil noch hat. Oder ne? Mach ich hier kocht hier. Guck mal. Du musst gucken, wenn raw du Fisch, siehst, raw du auch guckt. Ich esse eine Feldration, leckt mich alle. Hier. Fisch liegt. Der ist guckt, okay. Ich lege auch nochmal Fische ran. Raw Fisch. Geil. Okay, meins formt sich langsam. Immerhin. Da ist keiner fertig. Ich finde es bei mir auch so geil, wie mein Baumhaus hier so an so einem einzelnen Baum ist. Ja, und drumherum ist einfach alles abgeholzt. Aber auch wirklich alles, alles. Aber nimm doch Form an. Ich find das... Ah, was ist das? Bei G-Time. Wo hören wir das so weit? Das ist übelst. Nicht wieder mein Haus. Alter. Greift die dich an? Müssen wir helfen? Sag was! Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Ich bin einfach weggelaufen. Oh, das ist geil, ja. Ja, mir gefällt's. Nee, hier ist keiner. Hast du den Fisch genommen? Nimm den mal, Keule. Schnell. Der verbrennt. Oh, nimm ihn mal runter, bitte. Nimm mal alle runter. Ich kann das nicht. Ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Ja, aber ich. Boah, da musst du den noch geben hier. Warte. Ich hab die jetzt hier. Die kommen immer, sobald ich hier hinten anfange, die Bäume, glaube ich, zu fällen. Da ist ein Dorf fettig, oder so. Die sind fertig und dann muss man die wieder. Wenn man die nimmt, sind die nicht mehr, weißt du? Die werden jetzt aber verbrannt, das ist ganz komisch irgendwie. Ich hab die wieder draufgelegt, aber jetzt musst du auch hier warten. Burnt Fisch! Burnt? Nee, bei mir ist alles burnt. Vor. Ich esse jetzt einen Burnt. Meine Hände sind ein bisschen blutig. Kann man sich waschen irgendwie? Hat ja trinken mit deinen blutigen Händen. Ist, glaube ich, auch cool. Oh man, das stöhnt. Kann man sich irgendwie waschen? Ja, nur ein Bruch. Ja, klappt.
Meine Hände sind sauber wieder. Nice. Guckt Fisch. Guckt Fisch. Ja, guckt ne? Fisch. Geil. Danke, Mann. Guckt Fisch. Ja. Alter, man, hier ist einfach bewässern? Eine Ente gestrandet bei mir. Ich nehme mal die Wasserflasche. Stimmt, gab's beim 3D-Drucker nicht einen Schlitten? Ja, der ist bestimmt für die Baumstämme. Oder zum Schlittenfahren, wenn es schneit. Das kann natürlich auch sein. Ey, die belästigt mich, die Dame. Ich fühle mich unwohl. Ja, ja, denn die bei mir war da, die in der Unterwäsche? Ja, die ist schon die ganze Zeit bei uns. Aber das ist gut, dass die bei dir rumchillt die ganze Zeit, weil du musst, glaube ich, ein Auge auf die werfen. Ich glaube, du solltest... Also ich weiß, wofür die ist, durch die Trailer, aber ich sage es dir nicht, Reefers. Ja, bitte nicht sagen, sonst werde ich auch mega sauer. gut. Ich bin allergisch gegen Spoiler. Sebo? Ruhe. Ja? Ich sag gar nichts. Hast du irgendwas von Harry Potter geredet? Wer stirbt? Okay, ja, es wird ein Sturm, mal. Zieht auf. Wer braucht Essen? Negativ. Frei gebratener Fisch liegt da jetzt frei für jemanden zu holen und zu essen. Ich nehme. Das ist eine Big Baba Bubu Mahlzeit. Ich komme jetzt. Gut. Wenn hier Big Baba Bubu Mahlzeit gesagt wird, dann bin ich am Start. Reapers, gönn ihr. Gib ihr einfach Fuß. Ich lauf gerade so schnell ich kann. Ich bin außer Atem. Gib ihr Füße. Die will, siehst du? Ich weiß. Wer will nicht? Boom. Oh, wo war Essen? Ja, das kriegt jetzt Kevin. Jetzt ist weg, Alter. Wer zuhört, der kann's nehmen. Na gut, dann nehme ich einfach das aus meiner Tasche. Easy. Ah, du das... Achso. Da sind drei Fische, komm Sebo. Einen nimmst du, einen nehm ich noch. Ich hab noch, nimm, ich hatte drei. Boah, ich will den Kopf abschlagen. Ich kann die eh nicht mehr nehmen, guck mal. Okay. Dann nimm. Läuft, dann nehm ich. Läuft. Ey Leute, es läuft richtig geil gerade, Leute, muss ich sagen. Ja. Finde ich auch. Ist gerade krass, oder? Richtig krass, geil. Ist gut. Ich finde das Bausystem sehr, sehr geil. Selbst ich und ich unglaublich hasse Bauen in Survival Games. Und ich muss sagen, ich feier's. Finde ich, hat am meisten Ähnlichkeit zu... Ja. Tatsächlich grounded. So, dass du die Stämme tragen kannst und einzeln so platzierst, wie du sie bekommen hast. Stimmt. Nur alles ein bisschen träger. Ja, das stimmt. Nee, das und klar. Viel, viel individueller, muss man auch sagen. Weil ja, aber das, also ich finde, das Bauen ist halt mehr realistisch gestaltet hier. Das stimmt. Da ist die blonde Frau wieder. Ja, gib ihr Fuß. Gib ihm mal einen Fuß. Schlag mal irgendwem den Fuß ab und gib ihn ihr einfach. Melde mich freiwillig. Ja, das ist eine ganz normale Frau, aber mit Reapers. Drei Beine und drei Arme. Ja, sonst ist es komplett normal. Aber die ist ziemlich schnell mit drei Beinen, ne? Oder macht das einen schneller? Mehr Beine, umso schneller? Macht das Sinn oder ist das schwachsinnig? Was? Das würde mich mal interessieren. Könnte ein Mensch schneller, oder? Also wenn du wirklich so wie die... Die läuft schon sehr, also die läuft schon sehr schnell. Ich glaube, dann ist sie insgesamt auch schneller als wir. Mit zwei Beinen. Nein, ich meine im echten Leben. Nehmen wir an, da gäbe es jetzt jemand mit drei Beinen. Würde der schneller werden? Dürfte jemand mitmachen? Also wenn jetzt jemand eine Behinderung hat, aber dafür ist man dann schneller. Also was ist, wenn jetzt auf einmal jemand eine bessere Zeit als Usain Bolt rennt, weil jemand mit, keine Ahnung, vier Beinen geboren wurde? Darf man mitmachen? Das Ding ist, eigentlich ist es ja schon so, weil diese ganzen Profisportler, die besten sind, die haben ja irgendwie, zum Beispiel Michael Phelps, der hat ja einen Rücken, den hat ja sonst keiner. Also allein genetisch hat der so lange Arme und so ein breites Kreuz, das hat kein anderer wie er. Deswegen ist der so gut. Deswegen keine Ahnung, aber es ist eine gute Frage. Ich würde ihn mitlaufen lassen. Ja, ich frage auch. Stell ihn gleich hier ab, ist kein Problem. Also hier wächst gar nichts bei meinen. Jetzt müssen wir was ausprobieren können. Also ich glaube, den Eingeborenen wird nicht gefallen, was ich für ein Bauprojekt vorhabe.
Da wird der Wald, glaube ich, sehr drunter leiden. Wie kriege ich denn Samen aus den Blumen raus? Wir sollten jetzt nicht überbauen. Ne? Jetzt Real Talk. Ja, ich will mein Haus fertig stecken. Ja, aber, also. ja, das schon, aber jetzt nicht so ultra krass, weißt du? Nein. Weil wir kriegen noch safe Kettensägen und sowas und dann wird alles leichter, weißt du? Ja. Das kann sein. Aber check, ich will nur mein Fundament fertig bauen und Dach oben drauf fertig. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung. Das Spiel ist auch verwirrt. Wir sind eigentlich noch voll im Tutorial. Ich will auf jeden Fall noch Verteidigung bei mir hier bauen. Ja, ich würde eigentlich auch gerne noch ein Verteidigung. Noch. Also ein bisschen können wir noch bauen. Das Geile ist, ich brauche gar keine Verteidigung. Das stimmt ein bisschen. Ich denke nicht, dass die schwimmen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ihr alle, nehmen wir mal an, G-Time spielt alleine, greifen die Dinger trotzdem unsere Basen an? Oh. Ja, wenn die da sind und da hinkommen, also ich da hingehe, dann werden die auch eure Häuser angreifen, klar. Wie macht man sich so einen Schlafsack? So ein Bett. Ach, da bei Betten wahrscheinlich. Nee, Möbel wahrscheinlich, ne? Ja. Bett ausstecken. Spielt man dann alleine? Ich hoffe, du darfst dann für den anderen eine ganze Holz wieder sammeln. Oha. Ist geil, wie du mit deiner Axt einfach wirklich jeden Busch auseinandermetzeln kannst hier. Also wirklich alles. Nichts ist Deko. Kannst jeden kleinen Busch wirklich, ne? Will sonst einer mal zurücklaufen und versuchen, einen echten Schlitten für uns zu machen? Warum läufst du nicht eben los und holst uns einen Schlitten? Dann wärst du Man of the Day, ne? Ich würde gleich loslaufen, ich bin fertig bei mir. Meine Bude steht. Ich überbaue jetzt nicht. Auch. Einen geilen Garten und so ist ja alles super und Verteidigungsanlagenfett ist auch cool, aber später, wenn wir dann Kettensägen haben und irgendwie Schlitten und alles, dann sind ja, wir jetzt schön schon. Die Blöden, dass wir immer so mit zwei Stämmen rumlaufen. Das stimmt. Also so eine hier, wie nennt man das, Palisade? Das ist schon sehr, sehr grindy. Ja. Eine Palisade, einfach nur Stock eigentlich spitz gemacht. Nee, du musst Baumstämme dafür nehmen. Ah, okay. Boah, ich sehe, was Titan da macht, Digga, holy shit. Das sieht geil aus, oder? Sieht sehr geil aus, ja. Bei Rumatra ist wieder einer. Ich wette, wir schalten auch bestimmt noch Blueprints im Laufe der Zeit frei. Boah, ich brauche locker doch noch 20 Bäume oder so. Aber egal, erstmal nur grob und dann, wie Reaper sagt, der kommt und kommt. Er ist da. Hilfe, Rumatra. Ja, Mann, wie er? Was für er? Wer ist er? Wer ist er eigentlich, hä? Hab ihn vertrieben. Hat gesagt, bei Rumatra ist wieder einer. Ja, das ist ein Speer, den kannst du auch kurz töten. Von denen habe ich schon 1000 Stück getötet jetzt. Die kommen immer wieder vorbei. Ich weiß nicht, warum kriege ich keinen Full Life? Warum haben wir eigentlich mittlerweile so zwei so grün leuchtende Stellen? Wir hatten am Anfang drei. Dann hatten wir mal vier kurzzeitig. Tomato, du klaust mir so geisteskrank viel Holz. Ich bin noch nicht einen einzigen Baumstamm genommen, den ich mich selber abgefarmt habe. Du hast jetzt sofort deine Schnauze. Ich komm immer, farm zwei Holzstämme, komm wieder, alles Holz ist weg. Die spawnt das so schnell, oder was? Ich nehme es nicht. Und das lasse ich mir auch nicht sagen. Was ist da weil los? Guck mal, wie viel ich hab. Ich hab noch nicht jetzt so viel gebaut. Also, nutzt effektiv den Tag noch, am nächsten Tag geh mal los. Ich weiß, warum die ganze Zeit hier hinten kommen. Warum? Weil hier ein Lager immer, von denen ist. Wir haben direkt hinter uns ein Lager von denen. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht zu viel Kopf machen. Ich glaube, wir sind einfach überall Lager von denen. Ich glaube, egal wo wir mit der Masse an Menschen bauen. Ja, wir verrotten hier einfach, um gut ist. Ja. Also, die Nacht einfach. Noch und dann gehen wir wieder, oder was? Wie, dann gehen wir wieder? Los! Ja, also mal zumindest eine Höhle oder sowas. Irgendwas machen. Ja, vielleicht finden wir jetzt gleich schon eine Kettensäge oder so. Ich bin noch nicht ready, glaube ich, oder? Ich auch nicht. Was ist, wenn du losgehst und den Schlitten holst? Ja, okay. Haben wir genug Material dafür? Mach ich. Ich glaube, da müsste noch 400... Ah ne, da kostet 1000. Wir hatten ja nicht mehr so viel. Digga, hier liegt unendlich viel Fische.
Ich brauche jetzt mal Fisch. Ey, lasst uns doch gleich einfach mal zu dem grünen Punkt gehen, der neben unserer Base ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass bei den Punkten immer ein 3D-Drucker vielleicht ist. Das kann auch sein. So, und wenn da jetzt irgendwas storytechnisch ist, dann erleben das alle mit. Und wenn da ein 3D-Drucker ist, dann haben wir einen direkt hier neben unserer Base. Ist doch optimal dann. Ja, los geht's. Aber wird schon wieder dunkel gerade. Ja, gleich. Wir haben 16:10 Uhr. Was ist mein Feuer? Hatte ich hier nicht einen Lady? Ja, mein Typ sagt auch, du bist müde. Ja, fuck off. Ey, ihr könnt euch auf eine Bank setzen, aber das ist halt das. Ich hab das gerade ausprobiert. Ja, ich auch. Du regenerierst irgendwie so einen halben Millimeter pro Stunde irgendwie. Also wirklich ganz, ganz wenig. Ja, ja, ja. Ja, aber meine Energie ist. Wie kann man jetzt Fenster reinschlagen? Oh, das will ich sehen, wenn du es machst. Das will ich mich auch mal ausprobieren. Die denkt, ich will zu ihr, Mann. Die soll mal chillen. Ich will nur schauen, wie man Fenster hier reinschlägt. Ich glaube, du musst. Warte. Oh, du hast es. Das ist ja befriedigend, oder? Eins reicht, würde ich sagen. Nein, ja, hä? Das ist doch. Was? Das reicht dir? Das ist bunkermäßig so. Bunkermäßig. Ist das ein Scheiß, Alter? Umatra, guck mal. Zeig mal. Wo bist du? Also, ach da, du bist immer. Ich guck immer nach R, aber Reapers und du bist ja J. Ja, ich bin Joe, sorry. Hier. Ja, gut, das auch noch. Ich habe mir eine Verteidigung gebaut. Panik. Oh, Alter, geil. Guck mal, ey, komm mal her. Das ist richtig geil. Nimm mal deine Axt. Oh, und dann musst du hier oben und dann so. Das ist geil, oder? Das ist chillig, kann ich dich platzieren? Ich bin gebrochen. Ich verstehe dieses Quickbauen nicht, was man selbst mit der Hand machen kann manchmal. Ein einfaches Lagerfeuer, das kann doch nicht so schwer sein. EOC Level 1 Mauer einfach gebaut. Es ist wirklich komplett eine Clash of Clans Mauer. Hä, die ist übel den View am Enjoyen. Ja, die macht die ganze Zeit Yoga und Ballett und tanzt ja. Da nur ab. So, mal ein bisschen chillen, hä? Wir wollen hier eine Stadt bauen. Wir wollen Zivilisation gründen. Keine Zeit für so Schabernack. Stein. Aber wie platziere ich das? Ich weiß nicht, wie ich weiterbauen soll. Ist nicht, ist es gibt nur zwei Leute, die Schabernack sagen. Philipp Anto und Rumatra. Alter, man kann hier sogar einfach einen Boden machen.